dann herzlich willkommen an unsere Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine ganz, also kurze Vorstellung von mir, auch in einem, also meine in einem Satz. Ich bin digitale Strategin, habe vor 100 Jahren, so fühlt sich zumindest an, Informatik studiert und danach zeitlang als Journalistin gearbeitet und bin jetzt schon wieder 20 Jahre in der Technologieberatung, in der letzten Zeit relativ viel zum Thema Social Media. Und wir haben hier am Podium, ich gehe es jetzt auch in der Reihenfolge durch, wie es auf der Webseite war, die Claudia Gammon, herzlich willkommen. Europasprecherin der NEOS und Mitglied des Europäischen Parlaments. Die Fraktion heißt Renew Europe. Mein Mann ist ein großer Fan, soll ich ausrichten. Claudia Gammon kommt aus Vorarlberg. Und ihre Themen sind Digitalisierung, Energie, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Sie ist internationale Betriebswirtin und internationale Betriebswirtschaft und internationales Management hat sie studiert und ist jetzt schon seit längerem bei den NEOS. 2011 war sie Spitzenkandidatin der jungen Liberalen in der Hochschülerschaft, hat also auch eine Hochschülerschaftsgeschichte. Und wenn man ihr auf Twitter, Instagram oder Facebook folgen will, dann ist sie die Gammon. Dann haben wir den Stefan Schenach. Ist der Stefan Schenach mit Bild da? Habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ich sehe aber noch nicht alle, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber jedenfalls habe ich ihn gesehen vorher. Sind Sie da? Hallo? Stefan Schenach? Nein? Okay. Ich stelle ihn trotzdem mal vor, auch wenn er vielleicht im Moment noch nicht da ist. Er ist von der SPÖ, Mitglied des Bundesrates und des Europarats. Er ist Vorsitzender des Ausschusses für Zukunft, Innovation und Forschung und stellvertretender Vorsitzender des EU-Ausschusses und setzt sich für europäische Politik im Sinne der Mitbestimmung und der solidarischen wie nachhaltigen Entwicklung ein. Vom Beruf her ist er Pädagoge, Sozialarbeiter, Journalist, Buchautor, Lektor und Musikproduzent. Ungefähr so viele verschiedene Dinge wie ich, kommt man bekannt vor. Dann haben wir den Herrn Voss. Mit dem Herrn Voss haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, der möglicherweise sein Bild nicht zusammenbringt. Ich weiß es nicht, ob wir ihn dann mit Bild haben. Jetzt haben wir ihn. Super, jetzt haben wir ihn auch mit Bild. Wunderbar. Er ist von der CDU, Mitglied des Europäischen Parlaments in der Fraktion der Europäischen Volkspartei, seit 2011 Bezirksvorsitzender der CDU Mittelrhein. Und seit 2014 Mitglied im Rechtsausschuss und stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Und dann haben wir noch die Alexandra Gese. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kriege ich da ein Okay oder ein Stimmt nicht? Das ist perfekt. Gese. Danke. Sie ist auch im Europäischen Parlament für die Grünen, Mitglied des Europäischen Parlaments in der Fraktion der Grünen. Und zwar ist sie da im Haushaltsschuss, im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für regionale Entwicklung. Sie ist auch Schattenberichterstatterin für das Gesetz über digitale Dienste, der Digital Services Act, und Koordination der Fraktion im Sonderausschuss für künstliche Intelligenz mit dem netten Namen AIDA. Und sie tritt in allen ihren Funktionen für gerechte Digitalisierung, Partizipation und Frauenrechte ein. So, jetzt haben wir die Vorstellung. Wir haben ausgeschickt, dass wir gerne hätten, dass Sie Zeit haben, jetzt ein kurzes Eingangsstatement zu liefern. Ich mache jetzt vielleicht noch ganz kurz vorher ein bisschen einen Rückgriff auf die Einladung der Veranstaltung. Also Alfons hat ja vorher schon gesagt, es ist die dritte in einer Reihe. Und die ersten beiden waren zum Thema Allgemein-Cloud-Technologien und die zweite zum Thema Cloud Computing als Nutzen für die Gesellschaft. Und das ist jetzt, ich glaube, das zweite oder das dritte Mal schon, wo es so eine Dreierreihe gibt, wo dann das dritte Mal Vertreter, Vertreterinnen der Politik hier sind und wo es darum geht zu schauen, wie kann man jetzt solche Anwendungen politisch positiv steuern und regeln. Und da haben wir zumindest zwei Themenkomplexe. Der eine Themenkomplex ist eben die Idee einer europäischen Cloud als positive Konkurrenz, also als Möglichkeit, einen Fuß in der Tür zu haben für Europa, weil wir wissen, dass bei den Cloud-Dienstleistern die Amerikaner ganz weit vorne sind und dann spielt noch Alibaba als Chinese mit und das war's dann.
Und das zweite Thema wird natürlich auch das Thema Datenschutz sein und Datensicherheit. Dazu sozusagen ein bisschen später. Vom Ablauf haben wir uns Folgendes gedacht, dass wir jetzt zuerst einmal eben diese Statements machen und dann zwei Runden am Podium, wo ich immer so Impulsfragen am Anfang stellen werde, in welche Richtung es gehen soll. Und dann holen wir das Publikum rein. Die Frau Gammann muss ein bisschen früher gehen, 20.30 Uhr oder so habe ich gehört, stimmt das? Ja, und das heißt, also wir haben insgesamt bis 21 Uhr Zeit. Das heißt, wir schauen, dass wir gut vorher fertig sind, also nicht bis 20.30 Uhr nur am Podium diskutieren, sondern vielleicht bis 20 Uhr, 20.15 Uhr und dann das Publikum reinholen und die letzte halbe Stunde sind dann halt nur mehr drei am Podium. Ja? Gut, ich bleibe jetzt bei der Reihenfolge, ganz beinhart. Dann werden wir es natürlich abwechseln. Aber wenn es okay ist, dann würde ich jetzt als erstes die Frau Gammann bitten um ein kurzes Statement. Ich bin der Wawa und schaue auf die Uhr. Und wenn 4 Minuten um sind, 5 Minuten haben Sie insgesamt, dann wedel ich mit der Hand und sage Ihnen, dass es ungefähr jetzt dann in den Endspurt geht. Passt das? Ja, dann übergebe ich jetzt mal das Wort. Cool. Danke. Danke für die Einladung zu der Veranstaltung. Ich finde es sehr gut, dass gerade jetzt darüber diskutiert wird und dass wir eine Gelegenheit haben. Und ich finde es auch schön, dass wir so viele Vertreter aus dem Europäischen Parlament da sind, weil ich glaube, dass es vordergründig eine europäische Frage ist, die wir auch als solche beantworten sollten. Ich bin auch brutal gespannt auf die Inputs von meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem von der Frau Gese auch zum Digital Services Act, weil ich glaube, dass das auch schon wegweisend sein wird, in welche Richtung wir uns bewegen werden und ganz viele wichtige Entscheidungen da auch diskutiert werden. So, jetzt höre ich aber noch irgendjemand anders. Ja, irgendwer hat das Mikro offen und redet im Hintergrund. Könnten bitte alle das Mikro abschalten? Sonst muss ich lauter reden. Gut, ich glaube, das war's. Ich möchte vielleicht ganz grundsätzlich anfangen, dass dieses Jahr natürlich viele Entwicklungen beschleunigt hat, die man auch schon länger hätte sehen können. Aber man muss sich einmal ein Lockdown-Jahr vorstellen ohne Cloud-Dienste. Ein absoluter Horror. Viel unflexibler, teurer für Unternehmen und für Privatpersonen. Viel mühsamer. Und viel langweiliger wahrscheinlich auch, wenn man sich immer noch viel mehr über unmögliche Wege ausleihen hätte müssen, anstatt sie einfach auf Netflix rauszusuchen. Aber gerade eben, weil Cloud-Dienstleistungen so ein integraler Teil unserer Infrastruktur geworden sind, ist es umso wichtiger, dass wir uns auch mit dem Thema beschäftigen, was bedeutet das, wenn kritische Infrastruktur vordergründig von Nicht-EU-Anbietern dargestellt wird. Was bedeutet das für uns politisch? Fühlen wir uns wohl damit? Wie kann man darin europäische Werte auch politisch widerspiegeln? Und natürlich auch die Frage zu beantworten, wie hat es überhaupt dazu kommen können, dass die Europäische Union diesen, will nicht sagen Trend, das ist ein bisschen zu banal, aber diese Entwicklung einfach verpasst hat. Jetzt hat sich die Europäische Union das zum Ziel gesetzt, die Trendwende einzuleiten. Und ich glaube, es wird, wenn dann überhaupt, nur funktionieren, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was eine europäische USP in diesem Bereich überhaupt sein kann, wo wir den Fokus setzen wollen und wenn wir das Ganze eben auch als europäisches Thema angehen. Wir hören ja auch in den Medien immer wieder Ideen und da ist Österreich auch relativ aktiv darin, nationalstaatliche Projekte auf den Weg zu bringen und ich bin der Meinung, dass das nicht besonders sinnvoll ist. Aber nun zu den gemeinsamen europäischen Überlegungen, die ja da sind, mit der Cloud-Strategie, aber auch auf ein paar konkrete Dinge einzugehen, wie die European Science Cloud. Ich glaube, dass das wichtige Ideen sind, aber wir müssen ein bisschen breiter darüber diskutieren, was es wirklich braucht, damit es nicht nur bei diesen Ideen bleibt, sondern die auch mit Leben befüllt werden können. Da ist einerseits dieses Regulatory Framework, das jetzt in vielen Bereichen diskutiert wird, das nicht nur wichtig ist, um die großen Herausforderungen reinzubringen, nämlich Cloud-Dienste mit Datenschutz zu verbringen, die Infrastrukturthemen zu beantworten, sondern auch, weil es um Investitionssicherheit für Unternehmen gibt, die man ja anwerben möchte oder auch wenn sie noch vor der Gründung oder mitten in der Gründung sind.
Es geht auch darum, in Forschung zu investieren über die europäischen Rahmenprogramme. Und bei der Forschung, und da bin ich überzeugt davon, gilt in den meisten Fällen immer more is more. Und da sind wir in Europa leider auch hinten nach. Und es geht auch um Themen, die dann nachgereiht sind, aber umso wichtiger sind, um sie auch auf nationalstaatlicher Ebene dann zu beantworten. Und da nehme ich jetzt das Beispiel her der European Science Cloud, weil die würde ja im österreichischen Beitrag schon daran scheitern, dass wir keine Daten dort reingeben könnten, weil es gar keine Registerforschung bei uns gibt. Aber das ist natürlich was anderes. Aber es ist schon auch eine Frage, welche Daten wir überhaupt nutzen könnten in solchen Projekten. Und soll nicht ignoriert werden in dieser Diskussion. Ich glaube auch, dass die, eben weil es um Infrastruktur geht, auch die Frage der Netzwerkqualität in Europa eine große Rolle spielt, um ein Beispiel aus der Praxis herzunehmen. Wenn es darum geht, Cloud-Services zum Beispiel im Tourismus in Österreich zu verwenden, dann wäre das Problem, das sind zum Beispiel die meisten Kassensysteme im Moment eben nicht in Cloud-Services drinnen, weil es unmöglich ist zu garantieren, dass die nicht dann ausfallen am Samstagabend, wenn der meiste Betrieb ist, wenn man einfach keine 99-prozentige Abdeckung garantieren kann. Und das ist einfach schade, weil hier noch wahnsinnig viel Potenzial da ist. Um das abzukürzen, ich glaube, wir haben hochqualifizierte und kreative Menschen in der EU und die vor allem aufgrund von intrinsischen Werten auch motiviert sind, in der Europäischen Union zu arbeiten und hier ihre Ideen einzubringen, weil sie die Werte unterstützen. Und deshalb muss man hier Möglichkeiten schaffen, damit diese digitale Politik europäischer Prägung, die europäische Werte widerspiegelt, auch möglich ist und hier auch Unternehmen auch global erfolgreich sein können und die Nutzerinnen, Privatpersonen und Unternehmen darauf vertrauen können, dass diese Unternehmen auch europäische Standards garantieren und europäische Werte leben. Aber dafür werden einige Dinge notwendig sein. Deshalb ist aber auch diese Legislaturperiode im Europäischen Parlament so spannend zu verfolgen. Und ich bin jetzt gespannt, was meine Kolleginnen dazu sagen, was in ihren Arbeitsbereichen da kommt. Super, vielen Dank. Genau auf Minute. Dann ist der Stefan Schenach inzwischen da. Ich habe gesehen, er ist einmal reingekommen. Ja, ich bin da. Passt, wunderbar. Hat okay. Länger gebraucht, aber kein Problem. Gib nicht auf. Kein Problem, super. Ja, wir sind ja alle inzwischen etwas geschulter als im März, April, was die Technologien betrifft. Ja, dann, vor allem tägliche Videokonferenzen. Manchmal braucht man zwei Bildschirme, um parallel an Videokonferenzen teilzunehmen, vor allem im Europarat, geht es immer um das Quorum bei virtuellen Konferenzen und dann bekommt man einen SMS, bitte sofort einsteigen, uns fehlt eine Stimme. Gut, also wir werden es hier einfach machen und wir werden alle in der gleichen bleiben. Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit für ein Eingangsstatement. Ich weiß nicht, wie viel Sie jetzt von der Frau Gammon gehört haben, aber Sie sind schon... Ich habe zugehört. Ich kenne Sie ja. Wir haben uns im EU-Wahlkampf öfters getroffen und sie hat recht, es geht nur, wir haben genug Potenzial auf europäischer Seite. Nur verschlafen wir das manchmal in Österreich. Zum Beispiel morgen müssen wir einen Beschluss fassen, dass wir bei IBCAE, Microelectronic, ein riesiges Paket der EU, das es seit 2014 gibt. Wir sind da nicht dabei. Da geht es genau um innovative Förderungen. Und wir haben das verschlafen. Das ist ein Topf von 1,75 Milliarden Euro, die die EU-Kommission dafür zur Verfügung gestellt hat. Das müssen wir jetzt nachträglich morgen mit einem Parlamentsbeschluss reparieren, damit wir auch in Österreich an diesen innovativen Projekten teilnehmen können, vor allem im Bereich von Wirtschaft, Forschung und Innovation. Was Cloud betrifft, ich weiß, man sagt immer, eines der Hauptprobleme ist, dass das alles amerikanisch-chinesisch überlagert ist. Hier können wir nur europäisch dagegen stimmen, auch wenn Frau Schramböck meint, es gibt eine österreichische Lösung. Das klingt so ungefähr wie Kaufhaus Österreich. Da haben wir gerade 600.000 Euro verbrannt. Das
auf europäischer Ebene, Claudia, ich schaue dich an, weil du gerade so lächelst, nicht immer in der Weise funktioniert, möchte ich nur erinnern, dass Europa eine große Anstrengung unternommen hat, um GPS auch europäisch zu machen mit dem Galileo-Programm. Und da hat man sich viel erwartet und ging dann dran, Töpfe zu leeren, weil das mit Partizipation der Wirtschaft so nicht gelungen ist. Mittlerweile haben wir sehr viele europäische Galileo-Satelliten in der Luft, aber GPS ist immer noch die dominante. Das heißt, dieses Galileo-Programm einmal umzusetzen, wird vielleicht auch für eine Alternative zu einem europäischen Cloud-Programm uns wichtige Hinweise liefern zu können. Aber, das sehe ich so wie Claudia Gamon, wir haben genug Ressourcen, genug helle Köpfe. Es gibt auch Geld, europäisches Geld, dass wir hier vorwärts kommen. Das geht nicht national, das ist der Irrtum der Frau Schamböck, aber es geht europäisch. Und wenn wir das europäisch machen, dann können wir hier tatsächlich einen Cloud-Market und entsprechende Servicierung betreiben in Europa. Dass das jetzt alles noch eine Zeit braucht und nicht innerhalb von 2-3 Jahren der Fall ist, ist mir auch klar. Aber es ist wünschenswert, wir müssen da dabei sein, Europa muss dabei sein. Da geht es nicht um Landesverteidigung, sondern es geht um die Partizipation international. So wie wir das auch in anderen Bereichen ja auch immer wieder zeigen. Und da bedarf es ein bisschen ein Selbstbewusstsein, es braucht auch eine entsprechende Grundlage. Wir haben heute zum Beispiel im EU-Ausschuss den ganzen Kryptobereich, den die EU jetzt vorschlägt, auf Blockchain positiv verabschiedet. Auch das hat lange gewartet und wir kommen hier in ein System hinein mit einer Systemsicherheit, mit einer auch Marktkontrolle, die Anleger und Konsumentinnen schützt und Missbrauch verhindert. All das sind so Dinge, die hier zusammengehören. Die EU wird hier auch ein Pilotprojekt auf Blockchain starten. Da bin ich schon sehr gespannt, weil das auch zeigt, dass Zeichen der Zeit hier erkannt werden und in diesem Bereich auf innovativer Geldmarktpolitik, auf innovativer Wirtschafts- und Wertpapierpolitik hier auch ein Auge zu legen ist. Insgesamt bei Cloud brauchen wir noch ein paar gesetzliche Regulativen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Firmen, die sich an einem Cloud beteiligen, oft nicht wissen, was ist das Endprojekt. Das heißt, es gibt viele Puzzles, aber ich weiß nicht, was das Endprojekt ist. Und im Sinne der Transparenz ist hier, glaube ich, wichtig, gerade bei Cloud-Projekten auch zu wissen, was das Endprojekt tatsächlich darstellt und ob ich das mit der Ethik meiner Firma, meiner Gruppe oder was auch immer vereinbaren kann. Ich glaube, das sind alles Fragen, die wir haben. Aber die Infrastruktur dafür, die kann Europa schaffen, die muss Europa schaffen. Wir sind zurückgefallen, das ist richtig, die Analyse ist richtig. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wieder aufholen können bei dem Potenzial, das Europa hat und das auch in seinen Mitgliedsländern schlummert. Super. Das wäre mal für die ersten 5 Minuten hoffentlich ein Gut. Danke. Ja, wunderbar, danke. Dann hätte ich jetzt als nächstes vorgesehen den Herrn Axel Voss. Ah, mit Bild, wunderbar. Ich habe es vorher eh schon aus dem Augenwinkel gesehen, aber jetzt sehe ich sie ganz. ja, Ihre 5 Minuten. Ich werde nach 4 Minuten so machen, damit Sie wissen, dass noch eine Minute ist. Ich kann leider
außer den jeweiligen Sprecher keinen anderen sehen. Ah, okay. Dann werde ich einfach kurz was sagen nach 4 Minuten. Ne? Ja, sage ich kurz okay. 4. Ja? Ja, sehr gut. Dafür sieht man Sie aber gut. Ja. Also, ich hoffe, dass man es irgendwie tut. Ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber es ist leider so. Ich kann auch kein anderes Bild einstellen, wo ich dann die Kacheln irgendwie mehr habe. Das irgendwie geht das nicht. Aber gut, nun denn, starten wir. Können Sie mich hören? Ja? Ja, wir können Sie hören. Ja, also ich finde, wir sollten grundsätzlich in Europa mal überlegen, was wir eigentlich wollen. Bislang sind wir ja meines Erachtens relativ passiv gegenüber anderen Regionen, also immer im Vergleich. Und deshalb müssen wir eigentlich schon einen Zahn zulegen. Und das soll auch im Grunde so ein bisschen die Botschaft sein. Wir müssen uns beeilen. Wir können nicht immer bis zum letzten Grad über Datenschutz und ethische Standards und wie auch immer reden. Wir müssen auch irgendwann mal ins aktive Umsetzungsgeschäft kommen. Und deshalb meine ich, wird es hier auch extrem Zeit. Wir sind, der Herr Schenach hatte das ja auch eben angesprochen, in einem harten Wettbewerb mit China und USA. Und beide Systeme sind einfach flexibler in der Reaktion auf die Verwandlung oder auf die Umwandlung unserer ganzen Wirtschaft etc. Deshalb brauchen wir dort einen größeren Fokus drauf. Und wir müssen sehen, dass wir auch eigentlich digital noch überleben können. Deshalb, und weil das nach meiner Vorstellung eben Wertschöpfung 2.0 ist und wir sehen müssen, dass wir da mithalten. Deshalb gibt es verschiedene Schlüsselkomponenten für mich für eine Art neue digitale Agenda. Das ist zum einen, dass wir über digitale Souveränität sprechen müssen, dass wir versuchen, eben die Einführung eines europäischen Weges hier auch zu nehmen. Und insbesondere auch durch die Aufstellung einer strategischen Agenda, wie wir damit umgehen. Das beinhaltet natürlich Investitionen etc. Wir müssen uns konzentrieren auch auf einen wirklichen digitalen Binnenmarkt. Und hier kommen wir immer wieder in Konflikte mit den Mitgliedstaaten. Leider muss ich gestehen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber bislang zeichnen sich die nationalen politischen Führer nur dadurch aus, dass sie immer nur ihre Interessen für das eigene Land wahrnehmen und kein europäisches Interesse insgesamt wahrnehmen. Hier, glaube ich, brauchen wir dringend einen Mentalitätswechsel, weil wir nur, und das ist nach meiner Überzeugung so, nur als Gesamteuropa auch wirklich Wettbewerb uns erlauben können. Wir können als Einzelstaaten und wenn jeder nur für sich irgendwas macht, dann stellt sich gleich wieder diese Frage der Interoperabilität und mit großem Aufwand muss dann wieder alles verbunden werden, anstatt von vornherein das vernünftig zu konzipieren. Und wir werden eben als Einzelmitgliedstaaten niemals konkurrieren können mit China oder einer USA, weil wir alleine nie das Geld oder die Menge an Daten oder das Know-how im Einzelnen abbilden können. Das können wir nur als Europa zusammen. Und von daher, glaube ich, muss es dort einen Mentalitätswechsel entsprechend geben. Das beinhaltet auch nach meiner Vorstellung, dass wir unsere Art und Weise, wie wir politische Prozesse oder wie auch Regierungssysteme funktionieren, dass wir das auch ändern müssen, weil wir schneller werden müssen. Von daher ist das, glaube ich, also müssen wir umfassend daran gehen, um uns diese Frage zu stellen, was brauchen wir eigentlich, um überhaupt noch digital überleben zu können in dieser sich rasant ändernden Welt? Und darüber hinaus als vierten Punkt würde ich eben auch sagen, wir müssen sicherstellen, dass das digitale Leben unserer Bürger eben auch auf einer fairen, sicheren, nachhaltigen Grundlage beruht, indem es eben diese Lücken auch von digitaler Konnektivität vermeidet und digitale Kompetenzen, das kritische Denken etc. auch entsprechend dann aufbaut. Und damit sind wir natürlich auch bei der Frage der Infrastruktur und damit schlage ich den Bogen auch zu den Cloud-Services beziehungsweise zu den entsprechenden Infrastruktur im Cloud-Bereich und insbesondere auch Gaia-X als solches finde ich eine super Idee, dass wir das als europäisches Projekt auch vorantreiben, wo eben alle beitragen können und diese Infrastruktur, das ist notwendig, damit wir eben im Grunde nicht
immer nur unsere Mitbewerber mit Daten füttern. Das bedarf in dem Fall natürlich auch einer hohen Aufklärung. Wir müssen auch sagen, ja, in Europa, wertebezogen, wie wir das machen wollen, ist Datenschutz immens wichtig, ist auch Privatsphäre immens wichtig. Nur es gibt technologische Lösungen oder Möglichkeiten, um auch hier das Teilen von Daten zu erleichtern, ohne dass man die Privatsphäre aufgeben muss und dafür trotzdem Innovation und Sicherheit irgendwie dennoch gleich auch weiterführen kann. Nur man muss eben offen sein dafür, dass es auch andere Modelle dieser Art gibt und sich darauf einlassen und eben sagen, wir müssen diesen Wettbewerb entsprechend aufnehmen. Vielen Dank. Super, danke schön. So, dann haben wir jetzt als Letztes die Frau Gese. Bitte, ich wäre auch wieder, Sie sehen mich, ja, das heißt, ich kann so machen nach 4 Minuten. Super. Ja, ich sehe Sie. Ja, herzlichen Dank und wunderschönen Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr, hier zu Gast zu sein in Österreich, wenn auch nur virtuell. Ich würde mal gerne damit anfangen, dass ich noch mal klar mache, wie zentral dieses Cloud-Thema eigentlich ist und wie zentral die Datenfrage ist. Ne? Daten sind ja eigentlich, also es gibt jetzt, früher hat man mal gesagt, Data is the new oil, das neue Öl, und jetzt sagt man, Data is the new soil, also der Boden, der Produktionsfaktor, der eigentlich die Grundlage für den gesamten Rest der Wirtschaft ist, weil alle zukünftigen Produktionsmodelle auch wirtschaftlich diese Daten brauchen werden. Und ich finde, es ist auch ein schönes Bild, weil Boden ist fruchtbar, da kann man was anpflanzen, das kann man hegen und pflegen, aber man muss es eben auch hegen und pflegen. Ne? Und die Frage ist, wie können wir das in Europa eigentlich tun? Und ich fand das sehr gut, was, glaube ich, alle meine VorrednerInnen schon gesagt haben, wir können es eigentlich nur europäisch tun. Und da sind wir uns schon relativ einig. Was ist jetzt das Problem? Wir brauchen eigentlich 2 Dinge. Wir brauchen eine Infrastruktur, auf der wir große Datenmengen in Echtzeit verarbeiten können. Und das haben wir im Moment nicht. Und wir brauchen intelligente Algorithmen, um diese Daten zu verarbeiten, aufzubereiten für Anwendung der künstlichen Intelligenz. Es sind also nochmal 2 verschiedene Sachen. Einmal diese Speicherkapazitäten und einmal die gesamten Verarbeitungsinstrumente. Warum brauchen wir das so dringend? Sie haben es vorhin schon in der Einführung kurz gesagt. Es gibt im Moment einige wenige große Anbieter. Das sind 2 amerikanische Anbieter und ein chinesischer und ein 2. chinesischer, der unterwegs ist. Und das kann uns in Europa natürlich nicht recht sein, weil wir damit 2 Probleme haben. Einmal, wir verlieren die Kontrolle über unsere Daten. Und es war zum Beispiel sehr interessant, die Anhörung im amerikanischen Kongress zu hören, wo auch geschildert wurde, was Amazon zum Beispiel für einen Missbrauch mit diesen Daten von Dritten, von Kundendaten treibt. Das ist natürlich verboten. Das passiert aber, dass diese Daten analysiert und verwendet werden, um dann Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das ist ein Konkurrenzproblem. Wir haben natürlich ein Datenschutzproblem, aber ich glaube, da kommen wir nachher noch drauf. Und wir verlieren die Beherrschung der Technologie, also was uns in Europa in den vergangenen Jahrhunderten ja immer dafür gesorgt hat, dass wir führend waren, auch in der Welt, war die Fähigkeit, die führenden Technologien zu beherrschen. Und das verlieren wir gerade. Was kann also jetzt die Lösung sein? Eine eigene europäische Cloud. Und das ist ja genau die Idee, mit der jetzt der Kommissar Thierry Breton auch angetreten ist. Es soll jetzt diesen europäischen Cloud Space geben, der sich zuerst mal auf einige bestimmte Bereiche konzentriert. Ich glaube, wenn ich es richtig in meinem Gedächtnis habe, Gesundheit, Verkehr, Industrie und Wissenschaft, aber die Kollegen können mich gerne korrigieren, wenn sie es gerade besser wissen. Und gerade im Bereich Gesundheit zum Beispiel sehen wir ja, wie wichtig es ist. Wir wären sicherlich schon deutlich weiter mit der Covid-Forschung, wenn wir viel mehr Daten hätten. Aber gerade da sieht man, wie sensibel diese Daten sind und wie wichtig es ist auch, dass wir da richtig gute Standards haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich 2 Sachen. Wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, wie diese Standards aussehen, wie man Datenschutz gut umsetzt, wie man gute Kompromisse findet. Wir brauchen aber auch ein wirtschaftliches Modell. Und dafür gibt es ja jetzt, also man kann ja Dinge vorschreiben, man muss aber dann eben auch die Möglichkeit haben, sie umzusetzen. Und dafür gibt es ja jetzt die Idee von Gaia-X, also so eine Art föderiertes System mit Standards und mit einem Zusammenschluss von ganz vielen Unternehmen. Das ist grundsätzlich ja auch sehr zu begrüßen, dass sich da die besten Unternehmen bei uns zusammenschließen. Das Problem, was wir so ein bisschen haben, dass wir alle nicht so ganz sicher sind, ob das wirklich reicht. Weil das sind ja genau die Unternehmen, die es bis jetzt noch nicht hinbekommen haben. Und dass man die jetzt alle zusammen auf einen Haufen wirft, ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Und eine andere Idee wäre vielleicht, da sind wir uns vielleicht mit Axel Voss auch mal einig, wir sind uns oft nicht einig, aber da könnten wir uns vielleicht mal einig sein, müssen wir nochmal drüber reden, hallo Axel, dass man sagt, man
man nimmt in Europa mal richtig Geld in die Hand. Das Geld kostet im Moment wirklich wenig. Wir nehmen gerade 750 Milliarden für Next Generation EU auf, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Da bleiben vielleicht noch ein paar übrig oder man kann noch ein bisschen Geld aufnehmen auf den Märkten. Und man sagt, man gründet ein neues Unternehmen, was parallel zu Gaia X oder integrativ dazu sich darauf konzentriert, was versucht, Leute von den großen Unternehmen abzuwerben, die es wirklich können. Und man baut hier in Europa nochmal eine eigene Kapazität auf. Denn das Problem, was wir aber lösen müssen dabei, und da kommt der rechtliche Rahmen wieder ins Spiel, ja. Im Moment gibt es kein Geschäftsmodell dafür, weil alles, was jetzt anfangen könnte, was wir jetzt ins Leben rufen könnten, wäre am Anfang auf dem Markt so teuer, die Dienstleistungen wären so teuer, dass sie nicht überleben könnten. Ja, Unternehmen denken marktwirtschaftlich und wenn es billiger ist, seine Daten bei Amazon oder bei Azure zu parken, dann werden die das tun. Das heißt, wir brauchen rechtlichen Rahmen in Europa, der klar sagt, aber wir wollen bestimmte Datenschutzstandards, wir wollen bestimmte Sicherheitsstandards, zum Beispiel für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser oder Ähnliches. Ja? Und vielleicht auch, wir wollen eine bestimmte Qualität der Daten, weil Grundrechte müssen auch gewährleistet sein. Und die Diskriminierung im Moment von Frauen, die in der KI zum Beispiel stattfindet oder auch von Minderheiten, das ist europäischen Grundrechten einfach nicht würdig. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir diesen neuen rechtlichen Rahmen in Einklang bringen mit einer wirtschaftlichen Investitionsinnovative in der Forschung, die sowas auch voranbringt. Und das ist, glaube ich, eine ganz große europäische Aufgabe. Und da stimme ich auch allen meinen Vorrednerinnen zu, dass wir da ein bisschen diese Egoismen der nationalen Regierungen einfach mal überwinden können und dass wir hier jetzt so schnell wie möglich eine ganz große europäische Initiative brauchen, die das auf den Weg bringt. Soweit vielleicht erstmal. Ah, okay, passt. Wunderbar. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben bei Ihren Eingangsstatements und da fand ich dann wirklich einige Dinge, wo Sie auch sehr übereinstimmen. Also der Begriff Daten kommt relativ oft. Wobei das interessant ist, weil der für mich beim Thema Cloud eigentlich nicht sage ich jetzt einmal, zuerst einmal der Dominierende ist. Natürlich sind dann dort Daten drauf. Aber de facto geht es ja vor allem auch um das Thema der Infrastruktur. Also sprich, wenn ich jemand bin, der Daten überhaupt erstmal verarbeiten möchte, dass ich das nicht auf meinen eigenen Computern tun muss, sondern dass ich eine Infrastruktur in der Wolke habe, eben in der Cloud, die mir das ermöglicht. Dann eben auch das Zweite, die Plattforminfrastruktur, dass ich Infrastrukturen habe, wo ich auch Webservices entwickeln kann, die ich nicht in meinem eigenen Serverhaus oder auf meinem eigenen Server entwickeln muss. Und dann in dritter Linie die Softwarepakete, die wir alle laufen haben, also jetzt von Google Docs angefangen bis hin zu Salesforce. Und wenn ich mir da anschaue, wenn ich mir die USA anschaue, das sind 50 Staaten, das ist ja jetzt auch nicht komplette Gmadewiesen, ja, dann ist dort die Innovation ja auch sehr ungleich verteilt. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Bundesstaat sein Silicon Valley hat in den USA. Es gibt nicht 50 Silicon Valleys, es gibt verschiedene Versuche, Silicon Valley nachzumachen, aber am Ende des Tages gibt es dort auch nur eins. Das heißt, Kalifornien hat da einen ganz starken Status als Triebkraft. Dann kommen, als nächstes kommen dann vielleicht Kanadier, dann kommen jetzt mittlerweile auch Australier. Also der englischsprachige Raum ist ganz stark vertreten. Aber was mir dort auffällt, es sind dort nicht die staatlichen Player, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, es sind überall privatwirtschaftliche Player. Wie passt das zusammen jetzt mit der Strategie? Gaia X ist ja doch eine kollaborative, sozusagen fast, könnte man schon sagen, EU-staatliche Initiative. Und gibt es noch andere Ideen, als dass man das selber macht? Also wie schaut es aus? Also wir hatten eine ganze Menge Technologieunternehmen wie Siemens, Olivetti, Philips, Bull. Ganz viele von denen geht es schrecklich oder zumindest nicht besonders gut. Einige sind auch aus gewissen informatischen Bereichen ausgestiegen. Da jetzt eine neue Firma zu machen, also da gehe ich auch mit Ihnen konform, das ist wahrscheinlich ein großes bürokratischer Aufwand, aber nicht unbedingt einer, der in die richtige Richtung neuer Dienstleistungen oder neuer Produkte führt. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Ist es da nicht eigentlich notwendig, mehr in Richtung Innovation zu investieren, aber auch mehr in Richtung Innovationsförderung zu investieren und nicht so sehr zu versuchen, da irgendwelche also übernationalstaatlichen Softwareprojekte zu schaffen, die man vielleicht mit EU-Projekten fördert. Ich habe nichts grundsätzlich gegen EU-Projekte, super Sache, aber es sind immer ein bisschen, wie soll ich sagen, es sind immer ein bisschen Schreibtischtaten, habe ich den Eindruck, die da passieren, wenn ich das salopp formulieren darf.
Also gibt es da noch andere kreative Ideen als das, was wir bis jetzt gehört haben? Weil das klang, für mich klang das alles jetzt noch relativ verbürokratisiert. Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Wie kann man die Innovation, wie kann man den Innovatoren in Europa ein bisschen in den Allerwertesten treten, aber nett? Sie mehr in den Mittelpunkt holen und mehr ins Rampenlicht. Ja, Herr Voss? Ja, gerne. Also wir müssen natürlich sowohl das eine als auch das andere machen. Und ich muss auch sagen, ich möchte da auch gerne einer simplen Logik folgen, insofern, dass wir sagen, ohne Daten keine KI, ohne KI kein Quantum Computing und damit ein Ausschluss von sämtlichen neuen Entwicklungen, insbesondere wenn wir mal KI sehen. Also wenn wir uns mit anderen Worten nur auf Datenschutz konzentrieren, damit werden wir die Welt nicht gewinnen und in der digitalen Welt nicht überleben. Wir sind stolz drauf für das, was wir erreicht haben. Wir wissen aber auch schon, wo es eigentlich Verbesserungen geben könnte. Nur wie gehen sie nicht an? Das ist das, was ich sehr schade finde. Und deshalb werden wir uns immer ein wenig behindern, wenn wir eben nicht offen sind, auch Datenschutz und Innovation in eine Balance zu bekommen. Also deshalb muss das auch gemacht werden. Aber wir brauchen eben auch die Infrastruktur, ob das jetzt zu Hause über 5G oder Glasfaser oder wie auch immer ist. Das brauchen wir grundsätzlich, aber wir brauchen eben auch diese Clouds. Und wir haben eben bislang gesehen, dass diese Übermacht, die wir da im Moment haben, jetzt nicht gerade unsere Unternehmen dazu bringt zu sagen, was sollen wir denn da jetzt hinterherhecheln? Die anderen machen das gut oder machen es vielleicht sogar besser, als wir es können. Und deshalb brauchen wir meines Erachtens wohl, weil wir, ja, ich meine, wir haben, wenn wir uns mal eine Suchmaschine angucken, Klicks gab es ja durchaus eine Alternative, aber keiner benutzt sie. Deshalb ist hier diese gleiche Idee oder diese gleiche Sorge natürlich dieser Unternehmen da, wenn wir jetzt auch eine Telekom-Cloud, die diesmal im Ansatz auch gegeben hat, hat sich am Ende oder vielleicht am Anfang mal rentiert, aber jeder geht dann eben irgendwie auf die altbekannten Systeme zurück und damit ist das eher so monopolartig. Deshalb glaube ich, brauchen wir hier auch einen Zusammenschluss von Unternehmen, die das Ganze auch dann weiter vorantreiben, damit es nicht alleine in der Verantwortung nur eines Unternehmens liegt. Und um eine gewisse Größe zu erreichen, ist das höchstwahrscheinlich auch notwendig. Im Moment ist ja die Situation so, dass die großen Big-Tech-Firmen derart viel Kapital haben, dass die alle von uns an die Wand drücken. Deshalb müssen sie oder müssen wir eben irgendwie zulassen, dass das auch erstmal vielleicht auch angesetzt wird, über staatliche Strukturen motiviert wird, aber es dann eben auch in den Händen der Wirtschaft nachher belassen. Nur ich glaube, diesen Motivationskick, den braucht es. Und ich gebe Ihnen aber völlig recht, wir können es da, das ist im Moment umständlich, das dauert extrem lange, das muss viel schneller eigentlich gehen. Aber es ist dennoch schön, dass wir diesen Anstoß erstmal haben und wir versuchen, oder sollten eben versuchen, dann eigentlich eher auf breiter Front uns auch weiter nach vorne zu entwickeln und vielleicht auch das eine oder andere eben auch mal in Frage stellen, wie wir es bislang gemacht haben. Also auch diese Mentalität, erstmal abwarten, wie der Rechtsrahmen aussieht, heißt in der digitalen Welt, ich habe verloren. Das heißt, die Idee wird dann anderweitig gemacht und deshalb brauchen wir einfach flexiblere Umgangsformen in diesem Bereich und da müssen wir, meine ich, auch ansetzen. Was sagt die Frau Giese dazu zum Beispiel? Stimmt mir sicher zu. Die Frau Gammann ist gerade erst reingekommen. Nein, anderen nicht. Ja. Also ich wollte erst noch mal so ein bisschen eine Lanze brechen für öffentliche Investitionen, weil man das, glaube ich, manchmal vergisst. Das Internet, das hat ja nicht Google erfunden. Ne? Also in den USA waren ganz starke öffentliche Investitionen. DARPA ist das Stichwort. Ja, die waren ja eigentlich die Grundlage für das, was das Silicon Valley dann gemacht hat, ne? DARPA, CERN und CERN und so weiter, ne? Da kommt es ja her. Also es gibt sehr spannende Analysen von Mariana Mazzucato zum Beispiel, die sagt, wie wichtig es eigentlich ist, dass Staaten in diese Grundlagen investieren, gerade in Grundlagenforschung und so weiter. Mhm. Mhm.
Fachkräfte haben wir eigentlich auch Europa. Sagt man auch immer, muss man mehr investieren. Ist auch sicherlich absolut richtig. Das Problem ist, dass wir sie oft nicht halten können, weil sie dann eben in die USA gehen. Ne? Finanzierungsmodelle, und zwar nicht so sehr Start-ups, sondern Scale-ups. Also wie schafft man es bei Unternehmen, die plötzlich an einer gewissen Schwelle stehen, das ist dann meistens der Punkt, wo sie aufgekauft werden oder abwandern. Ne? Da muss man sich wirklich mal ernsthaft unternehmen, mit auseinandersetzen. Europäische Investitionsbank, also wie kann man da europäische Modelle auf den Weg bringen zur Scale-up-Finanzierung, nicht Start-up, sondern Scale-up-Finanzierung, wo es wirklich um große Summen geht. Und da müssen wir, glaube ich, im Moment auch auf öffentliche Hand setzen. Wobei natürlich Axel Voss recht hat, dass die Summen, die da im Moment im Umlauf sind, da können wir schwer mithalten, aber da komme ich gleich nochmal zu. Dann, ich erzähle so ein bisschen, ich frage ja sonst immer die Experten und so, ne, das, und sammle, deswegen erzähle ich Ihnen das so ein bisschen, was die mir immer so antworten. Was ich auch einen sehr interessanten Ansatz fand, nicht nur auf Unicorns setzen, also diese Finanzierung, die man in den USA macht, dass man das Geld streut und dann irgendwann aber auf allen Unternehmen setzt und sagt, das muss ganz groß werden, sondern ganz viel auf Kooperationen. Also was ist denn unsere Besonderheit? Das ist doch die Vielfalt, die vielen Länder, aber innerhalb der Länder auch die vielen Städte und so, dass wir eben kein zentralistischer Kontinent sind, sondern diese Vielfalt haben und auch eine ungeheure Vielfalt an Unternehmen, aber auch an Forschungseinrichtungen, an Universitäten, also stärker versuchen, Netzwerke, Distrikte, also es gibt ja immer unterschiedliche Begriffe dafür, diese Kooperationen wirklich zu fördern. Das heißt nicht, dass man das alles irgendwie verstaatlicht, sondern dass man dafür irgendwie Anreize setzt, auch finanzieller Natur, dass diese vielen tollen Einrichtungen, die wir eigentlich haben und Unternehmen, dass die enger zusammenarbeiten. Mhm. Eine ganz lustige Sache, die mir auch mal jemand, also zwei eigentlich, die mir eine KI-Forscherin erzählt hat, sagten, ein Grund, warum meine großartigen Absolventen manchmal keinen Job bekommen in Deutschland, ich meine, Österreich ist bestimmt internationaler aufgesetzt, ist aber, dass die aus dem Ausland kommen und kein Deutsch sprechen. Also super qualifizierte Leute werden von deutschen Unternehmen nicht eingestellt, weil ihr Deutsch nicht gut genug ist, weil die arbeiten auf Englisch wie der Rest der Welt in diesem Bereich. Und das ist in Deutschland ein Grund, solche Leute nicht einzustellen in Unternehmen. Ne? Da fragt man sich eben auch, wie provinziell ist das? Ja, also nicht, dass ich meine Muttersprache nicht liebe, aber das kann jetzt wirklich kein Grund sein. Oder noch ein anderer Grund auch zum Thema Fachkräfte, fand ich auch interessant mal zu erwähnen, das Thema Dual Careers. Also viele Leute, viele Fachkräfte würden eigentlich gerne bleiben in Europa, weil eigentlich die Arbeitsqualität im Silicon Valley nicht gut ist und die Lebensqualität. Ja, man arbeitet 18 Stunden am Tag, es ist nicht mit einer Familie kompatibel. Wenn man über 30 ist und vielleicht eine Familie und Kinder haben will, geht es eigentlich nicht mehr. Man kann nicht zu zweit arbeiten. Und was viele Leute im Bereich Forschung gerade und Fachkräfte auch wollen, ist, dass man eben auch als Paar zum Beispiel beide tätig sein kann, Vollzeit berufstätig, ne, sowas auch zu fördern. Und jetzt vielleicht noch mal zum harten Punkt, was Axel Voss auch angesprochen hat, diese Mengen von Kapital. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir in Europa zwar einen guten Datenschutz haben, aber ihn für die Großen nicht anwenden. Und jetzt hört es sich so ein bisschen an, als ob ich abschweifen würde, aber jetzt komme ich so ein bisschen auf das Thema Digital Services Act und so meine Untersuchung in diesem Rahmen. Die Art und Weise, wie diese Unternehmen, dass ihr Geld verdient haben, nicht so sehr Amazon, aber Google und Facebook, die ja auch mitmischen jetzt im Bereich KI, jetzt nicht so im Cloud-Sektor, aber es hängt ja alles zusammen. Aber gerade Google, das ist personalisierte, verhaltensbasierte Werbung. Das heißt Werbung, die darauf basiert, dass man uns als Nutzerinnen und Nutzer ausspäht, dass der Datenschutz eben nicht eingehalten wird. Das wird gegen diese Unternehmen nicht durchgesetzt von der zuständigen irischen Behörde. Das heißt, man verfolgt uns online und offline. Diese Daten werden zusammengetragen, es werden Mikroprofile erstellt und das kann man sehr teuer an Werbekunden verkaufen. Und das hat noch eine ganze Reihe von anderen Problemen, aber man kann einfach enorm viel Geld mit verdienen. Und das hat den ganzen Werbemarkt in Europa kaputt gemacht, ne? Weil man sagt, das ist effektiver. Das ist, ob das stimmt oder nicht, weiß man gerade nicht genau. Es gibt jetzt auch ganz neu so ein paar Gegenbeispiele, aber das ist diese Erzählung, die in der Werbebranche halt funktioniert, dass man damit effektiver Werbung betreiben kann. Also 70% des Umsatzes von Google kommt aus der Werbung. Und das hat eben auch damit zu tun, dass Google einen überall verfolgt. Also versuchen Sie mal, ein neues Gerät zu kaufen und Google nicht die Zustimmung zu geben. Sie können nichts mehr machen im Prinzip, ne? Das ist gar also, nicht. Im anderen Fall müssen Sie Apple die Zustimmung wirklich durchsetzen würden. Ja, auch gegen diese Unternehmen, dann würde denen erstmal ein Teil dieses Kapitals wegbrechen. Also natürlich würden die nicht pleite gehen, die würden noch neue Wege finden. Aber auf diese Art und Weise könnte man auch einen Teil der Wertschöpfung wieder zurück nach Europa holen. Das ist nicht die einzige Lösung, aber es ist eine Sache, die man auch endlich mal machen sollte. Danke. So. Ich will ganz kurz einklicken.
Der Herr Voss ist mir ein bisschen zu locker, was den Datenschutz betrifft, muss ich ehrlich sagen. Das geht nicht. Vor allem, wenn wir wissen, ja, dass auch gerade in den USA die Geheimdienste jederzeit auf die Daten zurückgreifen können. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung geschaffen in Europa, auf einem hohen Niveau. Und es gab ja auch eine entsprechende Judikatur des Europäischen Gerichtshofs, was den Datentransfer mit den USA betrifft. Das heißt, es gibt in jüngster Zeit ist ein Buch erschienen, das ein bisschen die Geschichte der menschlichen Zivilisation beschreibt und meint, am Anfang waren wir Jäger, dann wurden wir Sammler, also Landwirtschaft, und heute sind wir nur mehr Datenproduzenten. Und ich glaube, jede Technologie braucht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und Datenschutz ist heute eines der sensibelsten Materien, die es gibt, zu wahren. Aber was wir schon weiterdenken können, wir legen ja Wert auf öffentliche Infrastrukturen. Und es geht nicht einfach, dass man etwas kopiert, sondern dass man eine eigene öffentliche Infrastruktur EU-weit und in der Hand der EU in diesbezüglich anlegt. Und Herr Voss, Ihren Optimismus, dass nach einem staatlicher Hilfestaat die Wirtschaft, die Privatwirtschaft hier gleich einklickt, kann ich Ihnen einfach an zwei Beispielen widerlegen. Galileo war so privatwirtschaftlich ausgelegt, dass zum Schluss die sensibelsten Töpfe der EU mussten ausgeräumt werden, um das Programm überhaupt durchzuziehen, da es gab keine entsprechende privatwirtschaftliche Beteiligung. Also das europäische GPS lässt warten. Und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an Quero, wo man ein europäisches Google starten wollte. Das ist eigentlich mit viel Geld in den Sand gesetzt worden. Das heißt, hier der Lead liegt bei der Europäischen Union, und es ist richtig, dass das eine gemeinsame Anstrengung sein muss, eine gemeinsame öffentliche Infrastruktur. Dann können wir uns später dann über die nicht minder schwierigen Fragen der Software und der offenen Daten und Zulänglichkeiten hier unterhalten. Wir brauchen offene Daten, es wird auch dann eine Art Software zu entwickeln sein, aber das ist eines der Probleme, die ich nach der Schaffung einer öffentlichen Infrastruktur nachsetze. Und noch einmal, Herr Voss, der Datenschutz ist schon eines der höchsten Güter, die wir hier zu verteidigen haben. Danke. Frau Gammann? Ja, ich möchte ein bisschen zur Frage zurückkommen, quasi, ob das jetzt zu viele Ideen waren, die ein wenig planwirtschaftlich geklungen haben. Mhm. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unterscheiden zwischen öffentlichen Investitionen und das, was vielleicht planwirtschaftliche Ideen wären. Die Idee dahinter ist ja schon natürlich auch ähnlich wie dem Beispiel Silicon Valley, aber ich glaube nicht, dass das noch einmal in irgendeiner Art und Weise irgendwo reproduzierbar wäre, dass man schon auch auf die Dynamik der Marktwirtschaft setzt und diese ja auch nutzt und genau anhand dessen auch investiert, wenn die öffentliche Hand investiert. Aber ich möchte auf ein paar Punkte, die vielleicht in diesem Sinne weniger Beachtung finden, hinweisen, wenn es darum geht, warum schaffen es entweder unsere Startups nicht größer zu werden oder warum sind auch teilweise die Unternehmen dann irgendwann nicht mehr kompetitiv gewesen, was ja eigentlich auch eines der Grundprobleme ist. Das ist einmal angefangen in der Forschung. Wie viel weniger Geld ist in Europa vorhanden? Da geht es wirklich nur um nackte Zahlen und da haben wir einfach zu wenig. In der Grundlagenforschung, aber auch in der angewandten Forschung. Nächster Punkt, die neuralgische Verbindung zwischen Universitäten und Entrepreneurship.
Was die europäische Universitätslandschaft ist respektabel aufgestellt, vor allem in Anbetracht der geringeren Summen, die auch an öffentlichen Geldern reinfließen und an privaten. Aber wir sind sehr schlecht aufgestellt, wenn es darum geht, erfolgreiche Technology Transfer Offices zu haben, um wirklich auch proaktiv daran zu arbeiten, Ergebnisse aus der Forschung in den Markt zu bringen. Das funktioniert zum Beispiel in Amerika wirklich gut, dass auch weniger in diesen akademischen Silos gedacht wird, sondern sehr interdisziplinär jeder Forscher sofort die Möglichkeit kriegt, auch Entrepreneurship zu lernen, die Erfahrungen zu sammeln, wie kriegen wir, wäre es möglich, ein Produkt zu entwickeln, das man auch auf den Markt kriegt. Die Universitäten verdienen teilweise auch sehr viel Geld mit den Produkten, die sie dort über die TTOs rausbringen. Das gibt es bei uns sehr wenig, vor allem auch in Österreich. Erfolgreiche Ausnahme, also ein paar fangen jetzt an damit, die Technische Universität Graz zum Beispiel hat ein vergleichsweise sehr erfolgreiches Technology Transfer Office in Anbetracht der Größe der Uni. Dann ist der Punkt Bürokratie einfach da. Das muss man auch anerkennen, dass wir dieses Thema immer noch haben in Europa. Vor allem auch, und das ist dann wieder bitter, wenn es darum geht, auch an öffentliche Gelder zu kommen. Es gibt zum Beispiel sehr viele negative Erfahrungen damit, wenn es darum geht, und das klingt jetzt banal, aber das ist halt die Lebensrealität vieler, die sich auch um europäische Förderungen bemüht, wie viel Energie und Ressourcen da auch reingehen, wenn es zum Beispiel um Anträge bei Horizon Europe geht. Ich bin hundertprozentig dafür, dass man unbedingt dabei bleibt, dass Forschungsförderung kompetitiv sein muss, weil es da immer wieder komische Ideen, vor allem aus osteuropäischen Mitgliedstaaten gibt, man möge doch bitte damit aufhören. Auf gar keinen Fall. Aber ich verhandle im Moment bei einem Fall, wo wir gerne hätten, dass bei der Forschungsförderung nur ein bisschen Unterstützung dazu da ist bei der Antragstellung. Also wirklich nur administrative Unterstützung, um dabei zu helfen, solche Anträge zu schreiben. Und da ist die Kommission einfach nicht bereit dazu. Das finde ich total schade. Mhm. Dann das Thema Infrastruktur natürlich. Das ist jetzt öfters erwähnt worden, aber da, ich glaube, da geht es auch, muss ich dem Kollegen Schenner ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, zuerst das und dann das. Wir sind einfach in einem Zeitpunkt, wo alles gleichzeitig passieren muss. Da hat man keine Zeit zu vergeuden. Das muss sofort passieren, aber alles andere muss auch sofort passieren. Das ist das Problem, dass wir immer dazu neigen, auch in der Politik dann zu priorisieren, vielleicht auch im Kopf, auch weil wir in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Aber das geht einfach nicht mehr. Und dann ist der letzte Punkt Risikokapital. Auch hier ähnlich wie bei der Forschung, das ist, Kollegen, die im Bereich Venture Capital arbeiten, sagen mir immer, wenn sie nach Asien gehen, da lachen die Leute immer und sagen, ihr müsst überall eine Null dranhängen bei euren Beträgen, die ihr investiert. Mhm. Und das muss man sich einmal vor Augen halten, dass wir hier leider in einer anderen Liga spielen. Und das Potenzial Europas in Ehren, das sehe ich. Ich glaube auch nicht, dass irgendwas verloren ist, aber wir müssen einfach anerkennen, dass das ein Kraftakt sein wird, wenn wir das erreichen wollen, was man sich auch für diese Legislaturperiode politisch vorgenommen hat. Das ist eine unglaubliche Kraftanstrengung, die viel Geld und viel politischen Willen auch verlangen wird, um diese Dinge auch ehrlich anzugehen und zu ändern. Und mein letzter Punkt ist, die Probleme fußen eben in Dingen, die wir schon lange kennen, also systemische Probleme in der Art und Weise, wie wir es Unternehmerinnen und Unternehmern und Forscherinnen und Forschern oft schwer machen, in Europa erfolgreich zu sein. Das ist ein systemisches Thema, das nicht speziell auch nur mit dem Thema digital zu tun hat, sondern viel tiefgründiger ist. Und da muss man halt ein paar Dinge hinterfragen, die schon lange Business as usual sind in Europa, wo sich die Bürokratie und die Technokratie einfach damit abgefunden hat. Und ich glaube, mit solchen Dingen muss man jetzt erst recht einfach abfahren. Mhm. Danke. Ich würde gerne noch, bevor wir zur Publikumsrunde kommen, eine Frage stellen, müssen jetzt nicht alle beantworten, aber wer sich berufen fühlt dazu, wo ich gerne das Thema Cloud und das Thema Datenschutz noch ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten möchte, während wir hier diskutieren, ob es, ich glaube, der Herr Schenner hat vorher gesagt, da ist mein Zettel, er hat vorher gemeint, das wird nicht in 2 bis 3 Jahren möglich sein. Also ich hoffe, es ist schon in 2 bis 3 Jahren möglich, weil was in 2 bis 3 Jahren passiert in den USA, ja, das ist uneinholbar, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir machen eine Cloud in den nächsten 5 Jahren, also können wir es gleich aufgeben. Aber
die Problematik, die sich für mich stellt, ist eine viel unmittelbarere. Während wir hier über europäische Clouds diskutieren, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass das Privacy Shield wegfällt, also nicht mehr gilt. Das heißt, wir lassen hier eigentlich Unternehmer, Unternehmerinnen, die jetzt zumindest eine Cloud dazu nutzen, um ein Software-as-a-Service-Produkt zu machen, also die auch tatsächlich Wertschöpfung in Europa auf Basis der Software machen, komplett im Regen stehen, weil die gar nicht wissen, was sie nutzen dürfen. Also eigentlich de facto dürften sie eigentlich gar nichts nutzen, haben aber auf diesen Cloud-Services Projekte, Softwarepakete, Infrastruktur noch und nöcher rennen. Und da rennt uns in Wirklichkeit in gewisser Weise auch die Zeit davon, weil das ist natürlich ein Datenschutzproblem, das jetzt gar nichts damit zu tun hat, ob irgendjemand von uns irgendeine Werbung kriegt. Ja, das steht auf einem ganz einem anderen Blatt. Hier geht es ja tatsächlich um Geschäfte und Geschäftsmodelle. Und dann noch ein kleines Add-on dazu. Ich kenne einige österreichische Start-ups im Bereich von Software as a Service. Und die, nicht alle, aber die sozusagen jetzt international eine gewisse Bedeutung haben, die haben irgendwann einmal die Zelte hier abgebrochen und sind nach Silicon Valley gegangen. Und da stellt sich für mich auch die Frage, ist das nicht für viele, die jetzt das Problem haben, in Europa gar nicht mehr legal mit einer Cloud arbeiten zu können, auch eine Lösung, einfach rüberzugehen und drüben dann legal auch auf der ganzen Welt ihre Dienstleistungen anbieten zu können? Und das ist eigentlich eine ziemliche Gefahr, eine wirtschaftliche Gefahr für uns. Gibt es da irgendwelche Überlegungen dazu, wie man das schnell reparieren kann und wo man nicht 3 Jahre dafür braucht? Sie lachen. Oh je. Wer mag? Ja, bitte gern. Also ich möchte mich nicht vordrängeln in dieser Frage, nur ich meine, dieses Urteil, wenn ich Herrn Schennach richtig verstanden, ist das ja voll auf seiner Linie Datenschutz über alles. Und das ist genau das, was ich nicht für richtig halte, weil das zu einseitig ist und wir in einer digitalen Welt da nicht mehr flexibel genug sind, um auch dann entsprechende Modelle weiterzuführen. Ich halte dieses Urteil... Darf ich ganz kurz, bevor wir es zu allgemein fassen, sich ein bisschen differenzieren. Datenschutz gegenüber personenbezogenen Daten, die eine Sache, und auf der anderen Seite Geschäftsdaten. Also ich glaube nicht, dass Sie sagen, die Amerikaner uns die Geschäftsdaten wegnehmen von unseren Firmen. Ein Teil dieser Geschäftsdaten sind ja, Sie können ja nicht personenbezogene Daten ohne weiteres in die USA übertragen. Dieses Privacy Shield gilt ja nur für personenbezogene Daten. Ja. Und wenn das eben alle betrifft, dann werden die eben auch personenbezogene Daten entsprechend übermitteln. Ich halte dieses Urteil, so wie es gemacht worden ist, ohne Übergangsregelung und ohne eine Möglichkeit, überhaupt mal aufzuzeigen, was denn überhaupt noch möglich ist, für verantwortungslos. Man hätte hier irgendwie ein bisschen sensibler mal damit umgehen müssen, um zu sagen, so es ist ja nicht überall, dass da nun bei jeder Firma von diesen 5000 teilnehmenden Unternehmen ein Privacy Shield nun alles ausspähen wie nur was, sondern manche bieten eben Service an und versuchen das eben zu machen. Deshalb halte ich das eben eigentlich für schon auch ein bisschen politisch in der Art, dass wir einen Weltanspruch an Datenschutz haben, wo wir uns eigentlich kaum mehr austauschen können mit anderen Ländern. Mhm. Selbst die Diskussion in puncto Großbritannien geht ja in diese Richtung. Obwohl sie die Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich umgesetzt haben seit 2018, ob es dann überhaupt noch möglich ist, mit Großbritannien einen Datenaustausch zu betreiben. Und die Begründung dieses Urteils deutet irgendwie auch in der Weiterführung darauf hin, dass selbst Standardvertragsklauseln ja möglicherweise, ja, die bieten ein anderes Rechtssystem an, was eher dann gleichwertiger ist, aber sie auch da wird möglicherweise aus nationalen Sicherheitsgründen irgendwo eine Möglichkeit existieren, draufzugehen, sodass mit der gleichen Begründung am Ende auch das zerstört worden ist. Deshalb halte ich das in dieser Art und Weise einfach für unverantwortlich. Man steht jetzt davor, die Kommission versucht nun weiter zu verhandeln. Wie kann man es lösen? Zum einen, dass die USA ihre nationale Sicherheit nicht mehr so hoch hängt, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Oder zum anderen, dass die Europäische Union ihren Datenschutz etwas runterhängt, was auch nicht sehr wahrscheinlich ist.
sodass ich nicht weiß im Moment, wie man da eigentlich vernünftig vorankommt. Zurzeit kann man die Standardsvertragsklausel nutzen. Im Grunde muss man vielleicht einfach sehen, dass ich hoffe, dass da irgendwie die EU und die USA dann eine Lösung finden. Aber es ist minimal geworden. Das ist eine bittere Erkenntnis aus diesem Ganzen. Deshalb weiß ich eben nicht, ob wir uns da wirklich so richtig verhalten. Und auch, ich sage jetzt mal, für Innovationen gibt es durchaus Möglichkeiten, sowohl personenbezogene Daten zu schützen, als auch Innovationen entsprechend zu erlauben. Aber hier ist keinerlei Weg aufgezeigt. Also ich bin da selbst so ein bisschen sprachlos. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich nur noch nicht kenne. Aber ich glaube, man muss sich zurückziehen irgendwie, dass man gar keine Adäquanzentscheidung mehr der Kommission hat, wo es dann nach einer Generalklausel übertragen werden kann. Und dann muss man diese Anforderungen erfüllen und hoffen, dass das in die gleiche Richtung geht. Aber ansonsten Adäquanzentscheidungen sehe ich kaum mehr möglich und mit China schon sowieso nicht. Also von daher haben wir uns da ziemlich ins Ausgesetzt, würde ich im Moment sagen. Mir fällt zumindest keine vernünftige Lösung ein zurzeit. Mhm. Danke. Darf ich dazu einen Satz sagen? Auch mehrere. Wir haben die Konsequenzen des Hard Brexit ausführlich erörtert in verschiedensten Runden des EU-Ausschusses. Und die rechtliche Position ist in dem Punkt klar. Ohne einen Vertrag mit dem Vereinigten Königreich wird es keinen Datentransfer geben können. Das heißt, es muss eine Form eines Vertrags mit dem Vereinigten Königreich geschlossen werden, so wie mit anderen Staaten außerhalb der EU auch. Das ist eine Grundbedingung auch der Datenschutzverordnung. Es tut mir leid, ich weiß, Sie lieben das Wort Daten überhaupt nicht. Ich sehe Sie die ganze Zeit. Datenschutzverordnung. Aber das ist ein Missverständnis. Und vielleicht an die Frau Doppelbrix, es betrifft nicht beide. Geht es nur um die Adäquanzentscheidung der Kommission. Das sind die persönlichen, also auch die Geschäftsdaten. Aber ich bin still und Herr Post hat reinzusprechen. Entschuldigung, jetzt haben Sie beide auf einmal Missverständnis. Man kann Daten transferieren, wenn ich die Grundklausel, ich weiß nicht, Artikel 47 oder so der Datenschutzgrundverordnung, wenn ich die erfülle, kann ich sehr wohl mit Unternehmen das entsprechend austauschen. Nur die Anforderungen sind um etwas höher als eine Adäquanzentscheidung. Die Adäquanzentscheidung sagt nur, dass die Kommission festgestellt hat, dass die Systeme gleichwertig sind und man deshalb die Daten austauschen kann. Das ist nur eine Vereinfachung des Datenaustausches gewesen. Aber es gibt eine Generalklausel, wo man durchaus als Unternehmen auch Daten transferieren kann, ohne dass es diese Daten, diese Adäquanzentscheidung gibt. Also das nur zur Aufklärung. Also man muss nicht immer einen Vertrag haben, also nicht auf der administrativen Ebene oder der rechtlichen Verwaltungsebene, sondern man kann eben auch über eine Generalklausel selber sich die Erfüllung sozusagen der Anforderungen gestalten. Mit dem anderen Unternehmen, was denn auf der anderen Seite sitzt. Das geht dann nicht mehr auf staatlicher Ebene, sondern nur auf Unternehmensebene. Was aber nach wie vor für Unternehmen, die in den USA sitzen, unmöglich sein wird, weil durch die amerikanische Gesetzeslage, die natürlich Daten herausrücken müssen, die nach europäischem Gesetz nicht herausgerückt werden dürfen. Ne? Das ist das Damoklesschwert, was da überall jetzt drüber schwebt. Ja. Wer möchte? Ja, bitte. Wenn ich vielleicht was... Ich möchte vielleicht eine andere Frage dazu stellen. Und das Problem ist doch, dass man hier bei diesem Punkt ja auch sieht, wie wichtig es ist, also ich gebe unter der Annahme, dass wir alle davon überzeugt sind, dass der europäische Weg, auch den Datenschutz hochzuhalten, der richtige ist. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir uns ja alle prinzipiell einig sind.
Ich sehe mittlerweile schon auch sehr viele Parallelen darin, dass man sich ja auch Gedanken darüber machen muss, wie kann die Europäische Union, wenn wir das für richtig halten, auch Einfluss darin nehmen, die Datenschutzpolitik und die digitale Politik auch in den anderen großen Märkten zu ändern. Weil das Grundproblem ist ja auch, dass die USA hier einfach einen ganz anderen Blick darauf hat. Und das werden wir mit gut Zureden ja nun einmal auch nicht ändern können. Und das heißt, wir werden, vielleicht muss man auch dieses Thema auch auf der globalen Ebene stärker politisieren. Und das Thema China ist vom Kollegen Voss angesprochen worden. Und das ist schon auch richtig, weil wenn wir jetzt in diese Richtung einmal rüberschauen, da steht die Europäische Union vergleichsweise komplett hilflos da, weil auf der anderen Seite der Gesprächspartner auf einem anderen Planeten sitzt. Das ist im Sinne von, dass das einfach vollkommen irrelevant ist, darüber zu reden, soll man da was ändern oder nicht. Da wird einfach, da ist man in der Richtung David gegen Goliath unterwegs, was die Ansprüche betrifft. Und da, das ist jetzt vielleicht eher eine politikphilosophische Frage, aber ich auch an meine Kollegen, ich frage mich, wie können wir das bewerkstelligen, dass wir, und ich glaube schon daran, und das ist, habe ich eine ähnliche Haltung auch beim Freihandel, dass man das auch nutzen muss, dass die Europäische Union jetzt noch so einen großen Markt hat und wir dadurch auch, auch in der globalen Debatte darüber noch ein großes Gewicht haben, aber wer weiß, wie lange das noch so sein wird, weil im Moment können wir ja bei der Debatte, globalen Debatte rund um Datenschutz vor allem damit punkten, dass einfach sehr viele User in der Europäischen Union sitzen und sehr viel Potenzial im europäischen Digital Single Market da ist. Wer weiß, wie lange das noch so ist. Ich glaube, wir müssen hier einfach proaktiver auch Politik machen, wenn wir fest davon überzeugt sind, dass diese Werte richtig sind. Aber ich frage mich, wie wir das tun können. Mhm. Gute Frage. Ist es okay, wenn wir jetzt ein bisschen in den Chat schauen und schauen, was sich da abgespielt hat bisher? Also ich glaube, den ersten, Alois Schrems hat, wer erinnert sich noch an Quero, das europäische Google, ein Rohrkrepierer, der 600 Millionen Euro gekostet hat. Das hat der Herr Schenach angesprochen. Ja, also es erinnert sich schon noch wer, aber offensichtlich nicht so gern. Dann gab es den Georg Zamis mit etwas, das jetzt funktioniert, Ecosia. Georg, kannst du ausführen, was das ist? Ich kenne es nicht. Es war bei der Cloud-Diskussion nämlich noch. Ich kenne das auch nicht. Ja, ich kann das schon sagen. Das ist eine Suchmaschine. Ja. Das ist die mit den Bäumen. Ja, genau. Das ist die mit den Bäumen. Und ich verwende sie seit einiger Zeit. Und ich sehe keinen besonderen Nachteil Google gegenüber. Ich weiß nicht, ob die Google benutzt, um zu suchen, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist die in Deutschland zu Hause, die Firma. Und das ist zwar nicht europäisch, aber es ist eben ein Land in Europa. Und die Bäume, die da gepflanzt werden, sind ein Hinweis, wie viele User es gibt und das sind gar nicht so wenige. Also wenn es so heißt, bei uns geschieht gar nichts, würde ich sagen, im Allgemeinen und ganz groß gesehen stimmt's, aber es gibt schon einzelne Ausreißer. Und da bin ich eigentlich froh darüber. Das kann ich eigentlich nur unterstützen. Ich bin zum Beispiel bei einer holländischen Bank, die Bäume pflanzt, wenn man mit Kreditkarte zahlt. Also es gibt schon europäische Projekte, so ganz, ganz gar nicht, gibt es nichts. Aber es ist vielleicht schon ein bisschen so, dass man das Vorurteil hat, wenn man nicht beim unter Anführungszeichen Besten ist oder so, also wenn man sozusagen nicht das Top-Service nutzt, dann hat man irgendwelche Nachteile. Es ist interessant, dass du, Georg, sagst, du hast das Gefühl, dass du hast keine Nachteile bei dieser Suchmaschine. Aber natürlich ist Google als Suchmaschine eine Macht, die sich nur sehr, sehr schwer ankratzen lässt. Das stimmt also schon. Es ist so, dass wenn man mit Ecosia etwas sucht, das irgendwo verortet ist, und dann hat man eine Möglichkeit, Google Maps dazu zu hängen. Also ich meine, man kann auch andere Karten dazu nehmen, um den Ort zu finden, aber auch Google Maps geht. Also die sind nicht so ganz gegen alle anderen, sondern da gibt es schon eine Anlehnung. Aber alles, nicht nur mit diesen Schlapfen unterwegs. Ja, genau. Alles, was ich suche, bleibt hier und nicht in die Staaten. Wird nicht gespeichert und so weiter und so fort. Es gibt auch keine, glaube zumindest keine Auflistung der der Suchen, die man weggeschickt hat. Weil Google macht das ja, da kann ich ja nachschauen, was haben die Leute gerade gesucht.
Ja, aber die herkömmlichen Browser haben inzwischen einen Privacy-Modus. Das heißt, man kann sich dem ja natürlich auch entziehen unter dem Abspeichern von Cookies im weitesten Sinne. Ja, aber das geht nicht über Cookies, das macht der Suchanbieter, dass er die Suchen aufhebt. Aber auch alles, was ich irgendwie umgehen kann durch irgendwelche Maßnahmen, ist mühsamer, als von vornherein schon richtig gemacht wäre. Mhm. Und da bin ich dafür, dass das so ist und nicht anders. Mhm. Passt? Danke. Gut. Dann haben wir, der Werner Ilsinger hat zur jetzigen Diskussion noch angemerkt, dass das Privacy Shield Urteil sich eigentlich nur gegen die US-Regierung richtet, aber nicht Rechtsstaatlichkeit bei Sicherheitsbehörden. Werner, kannst du kurz ausführen, was du genau meinst damit? Ich bin gleich wieder da, ich muss kurz an die Türe. Ich übergebe an Werner. Ja, also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass die Problematik ja dabei ist, dass die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden heute mit Geheimgerichtsbeschlüssen auf Daten zugreifen können dürfen und danach im Grunde genommen jemand, der dann doch vielleicht nicht ins Fahndungsnetz gekommen ist und der irrtümlich verdächtigt wurde, überhaupt keine Möglichkeiten hat, dagegen irgendwas zu tun. Und daher ist irgendwie auch die Problematik, dass das wahrscheinlich nicht nur eine reine Datenschutzproblematik ist, sondern auch wirtschaftliche Problematik, nämlich dass amerikanische Behörden mit irgendwelchen windigen Strafverfolgungsbescheiden zu den großen amerikanischen Anbietern gehen können und dort beliebige Daten im Grunde genommen absaugen können, ohne dass irgendjemand dagegen wehren kann. Das hatten wir vorher schon, ne, das Thema. Jetzt hat übrigens gerade die Cloud geliefert, Basti. Vor allem auch die Geheimdienste können das machen. Ja? Genau. Und das ist ja eines der Punkte, die uns hier besonders aufgefallen sind. Und es wird auch niemand informiert, dass seine Daten abgesaugt wurden. Ja. Und also im Grunde genommen kann ein amerikanischer Anbieter nichts dagegen tun, weil man kommt halt quasi mit einem Hausdurchsuchungsbefehl zu ihm, einem elektronischen, und muss Daten rausgeben und darf im Grunde genommen auch nicht darüber sprechen. Hat dann noch eine Knebelverfügung auch noch, genau. Und können wir uns einmal vorstellen, dass das vielleicht ein europäisches Unternehmen betrifft, das vielleicht spannende Daten für die amerikanische Regierung irgendwo rumliegen hat und deren Daten auf irgendeinem Anbieter, der in Amerika sitzt oder in Europa sitzt und amerikanischer Herkunft ist, der muss die Daten einfach rausgeben und darf zu der Firma nicht einmal ein Wort sagen. Kann ich da ein Add-on, weil das ist mir vorher schon, wie du das gefragt hast, aufgefallen, wäre das nicht aber eigentlich auch etwas, womit man zumindest europäische Unternehmen motivieren kann, nämlich Unternehmen, die zum Beispiel nicht gerne Betriebsspionage ins Haus laden möchten, sich am Thema europäische Cloud zu beteiligen, weil die Rechtssicherheit dann doch einfach in Europa eine wesentlich größere ist. Also wenn dann nicht noch irgendjemand daherkommt und sagt, jetzt müssen wir die ganzen Chats abhören in Europa, das fand ich dann irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, weil natürlich Chats inzwischen auch in sehr vielen Business-Produkten verbaut sind, nicht nur in Messengern. Aber wäre das nicht eine Motivation? Kann ich da was zu sagen? Ja, bitte. Das war ja so ein bisschen auch mein Eingangsstatement, dass ich sage, wir brauchen rechtlichen Rahmen und der schafft natürlich dann auch einen Markt, ne, wenn Unternehmen das wissen. Und ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber in Deutschland ist es in den Unternehmen durchaus eine Diskussion, dass die sagen, naja, Cloud ist ja schön und gut, aber ich will doch meine ganzen wertvollen Daten mit meinen Geschäftsgeheimnissen nicht irgendwo in der Cloud haben, wo ich nicht genau weiß, wer da Zugriff drauf hat, ne. Und Cloud heißt ja im Moment auf einem amerikanischen Server und dann passiert das, was der Kollege da gerade erklärt hat, Geheimdienste und so weiter. Aber eben, wie gesagt, auch Amazon treibt da Missbrauch mit. Das weiß man, das ist in den Congressional Hearings ganz klar erklärt worden. Da gibt es mittlerweile auch einen Bericht zu. Und es gibt ja mittlerweile zumindest gegen Google wegen Wettbewerbsverletzung da auch ein Verfahren. Und da sind auch solche Sachen durchaus thematisiert. Also, und das ist eben auch ein Grund, warum das bei uns, das ganze Cloud-System, nicht so richtig vorankommt, weil bei uns die Unternehmen dem Braten noch nicht so richtig trauen, ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in Europa auch ein sicheres System und eine sichere Infrastruktur schaffen. Das Problem ist natürlich, wenn man wie jetzt durch das Urteil so eine Verwerfung hat und so eine zeitliche Verschiebung zwischen dem rechtlichen Rahmen
und dem wirtschaftlichen und physischen und infrastrukturellen Angebot. Das müsste eigentlich für uns ein Anreiz sein, jetzt wirklich ganz aktiv in diesen Bereich zu investieren, um hier europäische Infrastruktur und auch ein wirtschaftlich sinnvolles Angebot, was nicht 10-mal so teuer ist, aufzubauen. Ne? Aber das geht genau hin. Darf ich ganz kurz nachfragen, nämlich in Bezug auf diese, auf die Amazon-Geschichte, auf dieses Hearing, da ging es um Amazon, die Marktplattform, also um Amazon selber und Amazon Marketplace, oder ging es da auch um AWS? Nee, da ging es um AWS. Da ging es um AWS? Ja. Also die, okay, das habe ich nicht mitgekriegt, das muss ich mal anschauen. Danke. Spannend. Und das verwenden wir. Nicht so knapp. Ja, Amazon streitet das natürlich ab, ne? Das ist klar, aber ich meine, die Abgeordneten machen da schon ihre Hausaufgaben, das ist auch in dem Bericht gelandet, ne? Ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob es stimmt oder nicht natürlich, aber das ist aktenkundig und öffentlich dokumentiert in dem Hearing und in dem entsprechenden Protokoll, ja. Wir nähern uns der 20:30 Uhr, genau. Ja, also Claudia Gammann muss um 20:30 Uhr gehen, dann kriegt das jetzt ein Abschlussstatement quasi. Ein Statement überhaupt, okay. Und ein Abschlussstatement. Ich bin ja, also erstens einmal finde ich die Diskussion super spannend und es inspiriert mich ja auch nebenbei ein bisschen laut zu denken, weil ich glaube, um das geht es ja auch ein wenig. Der Kollege Voss hat in seinem Eingangsstatement auch gesagt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, um was es uns eigentlich geht. Und vielleicht ist das auch in dieser Frage relevant, weil wir bei den Cloud Services ja einfach, also ich persönlich sehe ein Problem darin, nicht prinzipiell, ob jetzt, also natürlich gibt es auch die Frage, die politisch-strategische, ob jetzt ein Anbieter aus einem Nicht-EU-Staat kommt. Da muss man sich Gedanken über die Sicherheit machen und so weiter. Aber noch viel dramatischer ist ja einfach die Monopolstellung gewisser Unternehmen, weil sie sich eben über Normen und Gesetze hinwegsetzen. Und vielleicht noch. Und ich finde sogar, dass das über Normen, politische Normen hinwegsetzen, sogar noch viel dramatischer als das, als den Gesetzesbruch in vielerlei Hinsicht, weil man ja, und das finde ich auch immer faszinierend daran, diese Hearings in Amerika zu verfolgen im Kongress, weil man die Machtlosigkeit der Politiker dort teilweise über den Bildschirm hin mitkriegt, die ja auch überhaupt nicht mehr verstehen, wie soll ich da denn tun? Aber wir sollten trotz alledem immer darauf pochen, es ist nicht das Problem, dass ein Anbieter aus dem Ausland kommt, das ist es nicht, weil es gibt ja auch Probleme mit inländischen Anbietern. Da sind die Österreicher haben tausende Geschichten dazu, wie wenig auch öffentliche Stellen auf die Datenschutzgrundverordnung pfeifen oder die österreichische Post auf die Datenschutzgrundverordnung scheißt. Das ist halt, nur weil sie europäisch sind, sind sie prinzipiell gut. Aber das Problem sind Monopole, das Problem ist eine uns zuwiderlaufende wertetechnisch und prinzipielle Gesetzeslage in anderen Staaten. Und wenn wir es nicht lösen können im internationalen Datenhandel. Und deshalb gibt es zwei gute Gründe dafür, die Cloud-Industrie unterschiedlich, egal jetzt, ob als Infrastructure, als Platform as a Service oder Software as a Service, aufzubauen in Europa. Es ist um die politische Abhängigkeit und dadurch die Vulnerabilität europäischer Daten von Unternehmen, von Privatpersonen zu schützen, aber auch einfach, weil es gut wird sein für, um jetzt ganz banal zu sein, für die Entwicklung des Internets an sich, wenn wir eine Alternative auch zu den Oligopolen und zu den Monopolisten in diesem Bereich bieten können. Das ist nämlich an sich, unabhängig von allen anderen Themen, schon so eine große Gefahr. Und das kann man auch, da bin ich auch als Liberale ganz leidenschaftlich der Meinung. Wir sind nicht prinzipiell dafür, einfach Unternehmen für alles die Schuld zu geben, aber das ist einfach gefährlich, was sich hier abspielt. Das ist gefährlich, weil es für die Demokratie vor allem auch gefährlich ist. Und wir sollten auf jeden Fall in Europa nie in dieser Situation sein, dass wir uns als auch in der Politik machtlos dem gegenüber sehen, auch wenn wir vielleicht im Moment machtlos gegenüber den Monopolen, die in anderen Ländern ursprünglich angesiedelt sind. Aber es ist wichtig, dass wir hier die Macht auch immer noch haben, Politik zu gestalten und auch die Marktrahmenbedingungen hier zu gestalten. Aber ja, österreichische Post, negatives Beispiel für so viele Sachen. Jedenfalls einmal für die Erfindung von Daten und deren Weiterverkauf. Siehe politische Affiliierung der Österreicher und Österreicherinnen. Ja,
Vielen Dank. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Habe ich das richtig verstanden? 20.30 Uhr ist... Ja. Also nicht wir alle, aber... Eine großartige Diskussion. Es war echt super spannend. Ich habe auch selber viel mitnehmen können. Fand's man auch muss auch spannend. Zugeben, wenn man was nicht weiß. Ich weiß immer vieles noch nicht, deshalb finde ich solche Abende immer spannend, um auch den Kolleginnen lauschen zu können. Es wird auch der Rest aufgenommen, also Sie können sich den Rest auch noch anschauen. Ja, das werde ich machen. Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Gut, dann haben wir ein Thema noch gar nicht diskutiert, und zwar Gaia-X. Das haben wir am Anfang zwar kurz erwähnt. Und da haben wir den Georg, der sagt, er hält die Gaia-X Data Spaces und die thematischen Anwendungen für chancenreicher als der Fokus auf Infrastruktur. Und da hat jetzt, glaube ich, dummerweise die Claudia Gammon was gesagt, was ich nicht ganz verstanden habe. Und zwar hat sie gemeint, wir haben keine, irgendwas haben wir nicht, keine Registerforschung und können deswegen an dieser European Science Cloud nicht teilnehmen, aber bei Gaia-X geht es nicht um Registerforschung, da geht es um andere Datenanwendungen. Georg, kannst du vielleicht ganz kurz auch das Mikrofon ergreifen und noch ein bisschen mehr ausführen, was du da als besonders chancenreich siehst? Ja, kann ich sehr gerne. Grüß euch. Georg Hahn, Ausblick Austria. Ich halte die Diskussion rund um die Infrastruktur und Cloud für notwendig und wichtig, weil wir da einen Gegenpol bieten müssen, klarerweise. Aber wir haben halt dort die Problematik, die jetzt schon vielfach angesprochen wurde, dass wir eigentlich in Rückenlage sind und aufholen müssen. Mhm. Die Musik künftig, die Geschäftsmodelle künftig spielen sich aber auf den drüberliegenden Ebenen ab. Die spielen sich ja eben, wie ihr richtig gesagt habt, bei den Daten ab. Und dort haben wir das Glück sozusagen, dass es noch keine Monopolsituationen gibt. Das heißt, noch ist zum Beispiel das Feld von Gesundheitsdaten, von Mobilitätsdaten, alles das, was im Gaia-X definiert ist, ja noch offen. Nicht dramatisch lange, weil die großen Player spielen natürlich auch dort mit und werden dort versuchen, Meta zu machen sozusagen. Aber ich glaube, für Europa wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dort jetzt einmal einen Fokus hinzusetzen und das Thema quasi von der Datenseite und von der Applikationsseite anzugehen. Wenn wir Covid jetzt nützen, um zum Beispiel einen wirklich europäischen Health Data Space zu schaffen, wie es in Gaia-X vorgesehen ist, wo man halt personenbezogene, sehr heikle und damit in Europa auch wichtige Daten auf eine Art und Weise löst, dass man eben damit auch vernünftig agieren kann. Und da bin ich total beim Axel Voss. Wir brauchen eine Balance sozusagen. Also wir brauchen diesen Wert des Datenschutzes, weil er für uns in Europa so wichtig ist. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwie noch arbeiten können. Also wir müssen ja da irgendwie versuchen, technologische Wege zu finden, die es ja gibt, um beides zu vereinbaren. Und da glaube ich einfach, dass da die Chancen größer werden, weil das Feld noch nicht vollkommen abgesteckt ist. Also das ist noch nicht ganz fertig oder eben Smart City oder Mobilitäten oder öffentliche Verwaltungen oder ähnliches mehr. Das war sozusagen mein Hinweis. Die Diskussionen, die ich bisher führe und insbesondere auch in Österreich höre, sind halt immer, ja, wir müssen halt jetzt irgendwie endlich Infrastrukturen, also physische Infrastrukturen bilden und die AWS Cloud und die Azure Cloud irgendwie nachbauen. Ja, das muss man tun. Haken drunter, machen bitte. Ja, aber meines Erachtens nach ist die Ebene drüber die spannendere. Danke. Mhm. Alfons, du hast jetzt kurz deinen Bildschirm geteilt. Was hast du mit dem, warum arbeiten Google und Konsorten bei Gaia-X mit? War das absichtlich? Ja, ich habe absichtlich das geshared für die, die sagen Gaia-X und würden einen Geier suchen oder so, oder denen es nicht bekannt ist, dass man zumindest die Phrase kennt. Okay, es war jetzt aber nicht im Sinne einer Kritik, da sind die Amerikaner auch schon wieder, haben die Amerikaner auch schon wieder ihre Finger im Spiel, oder schon? Nein, also ich glaube ja prinzipiell, dass wir uns da auch nicht so abschotten sollen und auch nicht können. Ne? Das ist ja, das Leben muss ja weitergehen, und ich muss den Herrn Voss durchaus recht geben. Datenschutz ist, soll und darf und kann uns im Business nicht permanent behindern. Auf der anderen Seite hat der Marc Schrems uns ist nachzusehen in unserem Videoblog übrigens, erzählt, dass die DSGVO ursprünglich ja sehr wohl eine Differenzierung der Unternehmensgröße vorgesehen hätte. Und dem hat man sich dann in der Gesetzeswerdung nicht
anschließen können. Und jetzt haben wir halt genau die Geister, die wir riefen, die uns fertig machen. Weil für ein großes Unternehmen sind viele dieser Dinge machbarer, als es für die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa sind. Und jetzt haben wir halt genau das Problem von dem, was wir heute als Gesetz rausgelassen haben. Aber damit müssen wir halt umgehen lernen. Mhm. Gaia X, was gibt es noch für Beiträge dazu, Meinungen von Ihrer Seite? Darf ich den Georg mal was fragen? Ich würde den Georg gerne nur mal fragen zu Gaia X, ob denn so wie Gaia X konzipiert ist, ob das in der Tat nicht durchaus eine Lücke oder eine Art wettbewerbliche Anreiz irgendwie auch geben kann, was die Amerikaner so nicht ohne weiteres bieten? Oder ist das aus deiner, ihrer Sicht irgendwie beinahe austauschbar? Nein, also aus meiner Sicht ist Gaia X eine extrem zu befürwortende Initiative. Also 100%ige Unterstützung. Ich halte auch dieses Modell, quasi die internationalen Unternehmen teilhaben zu lassen, insofern als dass sie mitarbeiten und contributen können, aber nicht in Entscheidungsgremien sitzen, für eine sehr geschickte Idee, in der Kontrolle sozusagen der Governance zu bleiben, ohne sich abzuschotten. Also das halte ich grundsätzlich für total unterstützenswert. Die interessante Frage, die sich stellen wird, oder die Umsetzung wird halt davon abhängen, auch das ist ja im Rahmen der Diskussion schon gekommen, ob wir es am Boden bringen. Also in Europa ist halt oft sozusagen die große Begeisterung und die Konzepte und alle sitzen beieinander. Ja, und dann kommt halt nichts raus. Ja, und insofern, ich bin, also wir sind im Moment mit voller Kraft dabei, zu versuchen, das zu unterstützen und nationale Konstruktionen zu schaffen, das Internationale zu unterstützen, weil auch da bin ich komplett eurer Meinung, die nationalen Initiativen sind völlig sinnlos. Ja, wir brauchen nationale Konzentratoren, wir brauchen natürlich nationale Initiativen, weil sonst geht es logistisch nicht, aber wir müssen zu europäischen Systemen kommen. Also ja, absolut, ich glaube, dass das Anreiz schaffen kann. Damit waren wir ja gar nicht so falsch dann in der Diskussion, dass es nur europäisch geht und dass nationale Alleingänge frisch und fröhlich eigentlich zum Scheitern verurteilt sind. Ich glaube, da gab es keinen Widerspruch. Nein, eine Frage noch. Ist eigentlich Huawei auch schon dabei bei Gaia X? Ja, schon. Also als Contributor schon. Mein Wissensstand. Also laut FAZ ja. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Widerspruch in sich ist. Wenn Europa in der Governance bleibt, ist es ja gut. Ich meine, es wäre ja absolut, ich meine, niemand würde einen Dieselmotor jetzt neu konstruieren, weil, gut, der Herr Diesel war ein Deutscher, aber nehmen wir mal an, er wäre Amerikaner gewesen, weil der Herr Diesel halt Amerikaner gewesen wäre, würde keiner den Dieselmotor neu erfinden und neu konstruieren. Ja, dafür haben wir Normen geschaffen und können nicht alles über den Haufen werfen, um uns abzuschotten. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich Möglichkeiten schaffen, die vielleicht europäischen Unternehmen erleichtern, diese Offerings hinzubringen. Und da geht vielleicht auch ein bisschen in Richtung Lernen und Schule, ja? Diese Kreativität nicht schon in der Schule austreiben. Also mein Sohn, jetzt im volljährig werdend, hat begeistert gelernt. Er war also Wahnsinn, ja. Also nicht nur von Kleinkind, sondern auch Volksschulalter. Naja, jetzt ist er genau dort, wie wir alle Kinder hinweg erzogen haben. Heute das machen, was gemacht werden muss. Ja? Also wir müssen Schule anders denken und zwar schnell, wenn wir als Europa am Markt eine Rolle spielen wollen. So. Ich hätte noch eine Frage. Der Georg, ist das Georg Hahn? Mhm. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Bild von mir haben. Nein, das geht gar nicht, aber die E-Mail-Adresse stimmt. Ja, genau, das ist Georg Hahn und wir sind, glaube ich, sogar connected. Ja, genau. Okay, dass wir uns da noch ein bisschen weiter und intensiver austauschen. Sehr gerne. Weil diese Fragen kommen ja
ununterbrochen auch im parlamentarischen Alltag daher. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in einem direkten Kontakt kommen könnten. Sehr gern. Danke. Darf ich nochmal? Ja, bitte. Also ich war auch immer ein großer Fan von Gaia X von der Idee her. Ich habe mich dann letzte Woche mal mit einem Professor unterhalten in Berlin, der da als Koryphäe gilt. Und der sagt, naja, das Problem ist, dass wir jetzt die amerikanischen Unternehmen so in diesem zweiten Layer mit drin haben, weil wir keine europäischen Unternehmen haben, die in der Lage sind, diese Verarbeitungstools wirklich auf höchster Ebene anzubieten. Also nicht die Speicherkapazitäten an sich, sondern die Frage, wie managt man denn dann diese Daten, so dass man sie dann eben für KI-Entwicklung und so weiter benutzen kann. Und da ist dann halt die Frage, wie sieht es dann aus mit Technologietransfer? Ich meine, diese Unternehmen sind ja nicht dumm und die machen ja auch nichts umsonst, richtigerweise. Und wie ist es dann, können wir trotzdem diese Kapazitäten, diese Skills in Europa aufbauen oder nicht? Also das finde ich dann die zentrale Frage, denn eine eigene Cloud zu haben, das dient ja nicht nur dazu, dass wir diese Daten irgendwie physisch in Europa haben, das ist ja nicht das ganz große Problem, sondern dass wir die Technologie beherrschen. Und da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Also vielleicht, wenn jemand der Teilnehmenden, der da kompetenter ist als ich, das gerne nochmal kommentieren würde, dann würde ich gerne die Frage mal ins qualifizierte Publikum hier geben, das wir ja hier haben. Und zum Thema Datenschutz und Größe des Unternehmens, das ist natürlich was, also ich bin großer Datenschutzfan und von strengen Standards und glaube, das hilft auch hier einen Markt zu entwickeln. Das ist natürlich was stimmt, ja, dass man die Größe der Unternehmen damit betrachten muss. Und im Moment haben wir, wie ich vorhin auch sagte, das Problem, dass es halt gegen Google, Facebook und Amazon nicht durchgesetzt wird, aber gegen jeden Jugendfußballverein, der sich dran halten muss, ne? Und das ist natürlich super problematisch. Was aber dieser Experte für Clouds eben auch sagte, dass Gaia X im Moment einfach kein Geschäftsmodell hat. Weil natürlich, wenn man neu startet, das kennt man halt auch aus der Industrialisierung, nachdem Europa industrialisiert hat, da hatten andere Länder nicht mehr die Möglichkeit, das zu tun, ohne ihre Märkte abzuschotten. Und das wollen wir natürlich in Europa auch nicht. Und so lange werden diese Dienstleistungen eben von amerikanischen Anbietern, geschweige denn chinesischen, irgendwann in der Zukunft deutlich billiger sein. Also das ist auch die Frage, wenn man jetzt sagt, man muss aber die Datenschutzstandards senken und uns an die der anderen anpassen, was ich aus anderen Gründen nicht teile. Aber dann stellt sich halt die Frage, ja, was haben wir denn dann überhaupt noch für einen Markt in Europa? Also welchen Anreiz haben europäische Unternehmen denn dann überhaupt noch, ihre Daten in Europa zu lassen, wenn wir die Standards auch wieder senken sollten? Das finde ich auch eine interessante Frage. Dass man da ein bisschen flexibler mit umgeht und guckt, wo ist es wirklich sinnvoll und wo nicht, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, Axel Voss geht ja so ein bisschen in die Richtung, das ist sowieso alles zu viel. Und nicht nur zu gucken, wie kann man das intelligent anpassen, sondern es ist einfach zu viel und wir müssen auf ein chinesisches Niveau kommen. Dadurch kommen wir dann voran. Das widerspricht aber auch ein bisschen der Tatsache, dass natürlich wir im Moment erleben, dass zum Beispiel Kalifornien ein Gesetz eingeführt hat, was sich an der DSGVO orientiert, also wenn man mit progressiven Amerikanern aus dem Digitalsektor spricht, die Sachen sagen alle, wir sind super neidisch auf das, was ihr habt und wenn wir das in allen Staaten haben könnten, wären wir ganz sicher. Und es wird auch Indien, Brasilien, also ich weiß nicht, wie da die Umsetzung aussieht, aber es ist das große Vorbild, das muss man halt auch sagen. Ne? Aber vielleicht nochmal zurück, wenn jemand auch das spiegeln will zu Gaia X, wo ist das Geschäftsmodell, wenn wir die Standards absenken? Und wie sieht es aus mit Kapazitätenaufbau für Verarbeitungstools? Ich möchte nur ganz kurz darauf reagieren, nur weil ich nicht in diesen Kanon dieses übermäßigen Datenschutzes einstimme, heißt es nicht, dass ich keinen Datenschutz will. Ganz im Gegenteil, ich möchte das gerne, nur ich möchte es eben gerne auch in einer Balance haben. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht. Also ich finde Datenschutz auch super, aber ich finde, wir können es auch besser machen. Und das ist das, was ich gerne hätte, aber leider fehlen mir immer die Partner dazu, die das denn auch gerne so mitmachen. Vielleicht kann ich Alexandra heute nur noch gewinnen dazu. Der Teufel steckt immer im Detail, ne? Vielleicht kann man sagen, dass der Balancepunkt bei Ihnen beiden nicht an derselben Stelle ist. Also wo Sie die Balance sehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube, also wir sind uns alle einig, es muss eine Balance geben, weil ja sonst können wir personenbezogene Daten komplett abschreiben. Und das war ja auch nicht der Sinn der Datenschutzgrundverordnung, dass es keine Möglichkeit gibt, personenbezogene Daten zu verwenden für geschäftliche Zwecke. Ganz im Gegenteil, es soll ja auch ein Regelwerk sein, um die legale und sinnvolle und schützens,
also sagen wir mal, beschützte, geschützte Art und Weise des Arbeitens mit diesen Daten zu ermöglichen. Aber vielleicht kann ja noch jemand antworten auf Alexandras Frage. Auf die Frage von vorher. Gerne, ja. Ich kann es nicht, aber kann es jemand von euch? Soll sie die Frage wiederholen? Wiederholen Sie vielleicht einfach nochmal kurz die Frage. Ja, gerne. Ich gebe einfach mal weiter. Ich meine, als Politikerin macht man ja auch nichts anderes, als Wissen einzusammeln und geistig zu verarbeiten und dann wieder zu streuen, um nochmal zu gucken, vielleicht hat jemand anders eine Antwort darauf. Diese Koryphäe aus dem Cloud-Bereich sagte mir, GaiaX hat im Moment kein Geschäftsmodell. Denn wenn man solche Dienstleistungen neu anbietet, dann sind sie deutlich teurer, wenn man irgendwann mal profitabel sein will, als bei einem Unternehmen, was das Ganze schon länger macht und ganz andere Kapazitäten da schon hat. Also man hat halt immer auch diese Netzwerkeffekte, ne? Und je größer, desto günstiger wird's. Wie kann man das lösen, wenn man gleichzeitig eigentlich die Standards senken will? Also wenn hohe Standards kein Anreiz für europäische Unternehmen sind, ihre Daten in Europa zu halten? Erste Frage. Und die zweite war, okay, Google und die Amerikaner, die jetzt dabei sind, so wurde mir das erklärt, die sind eben dabei, weil wir in Europa keine Unternehmen haben, die diese Analyse- und Verarbeitungsfertigkeiten für Daten in diesen großen Mengen haben. Das ist der Grund, warum man sich dafür entschieden hat, die mit reinzunehmen. Wurde mir so erläutert. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Deswegen gerne die Frage in die Runde. Kann das jemand bestätigen? Und wie bauen wir denn dann selber Kapazitäten auf? Also Google wird ja nicht ihre Technologie gerne an unsere Unternehmen weitergeben werden. Wie schaffen wir das trotzdem? Es geht uns ja darum, nicht nur die Daten physisch hier zu behalten, sondern die Technologie beherrschen. Wie können wir daran arbeiten? Alfons hat aufgezeigt. Ja, also einen Teilaspekt davon möchte ich adressieren. Also wenn wir über Data Science sprechen, also wie gehe ich mit riesengroßen Daten um und wie mache ich daraus Wissen? Ne? Da haben wir natürlich auch in Europa die Köpfe, die das denken können. Wo es problematisch wird mit der Economy of Scale, ist mit dem Blech und mit den CPUs, die ich dafür brauche. Ja, und wenn ich halt, weiß ich nicht, 20.000, 25.000 CPUs in einem Rechenzentrum stehen habe, die jetzt halt für die Westküste der USA halt dahin eideln, weil dort momentan gerade geschlafen wird, dann können die relativ kostengünstig einen Service, weiß ich nicht, nach Asien liefern oder wie auch immer. Also wir haben jetzt die Zeitzone nicht ausgerechnet. Also die Problematik ist meiner Meinung nach die Economy of Scale. Und da wir jetzt eine Catch-22-Situation haben, dass wir aufholen wollen werden müssen, wird es wohl nicht anders gehen, als dass wir, wie auch immer, als Europa investieren. Ich glaube, wir haben, also zum Beispiel, wenn ich jetzt das ganze Live-Konferencing, Videokonferencing Corona hernehme, ja, es gibt Open-Source-Lösungen, die sind vorhanden. Ja. Die Problematik ist, wo sind die nötigen leistungsstarken Server, die Jitsi, Blue Button und wie sie alle heißen, betreiben können, damit ich halt nicht über Teams, Zoom, schlag mich tot, konferieren muss. Aber nur, das ist Henne-Ei-Problem. Nicht? Wer nimmt das Geld in die Hand? Die Unternehmen können es zurzeit, glaube ich, weniger. Und aber schön, wie einig sind wir denn in Europa, wenn ich da refere auf Ungarn und Polen bei einem 700-Milliarden-Paket? Ne? Also da hätten wir ja vielleicht auch noch eine Hausaufgabe im Haus Europa zu tun, aber das ist ganz ein anderes Thema. Da haben wir aber mit Big Blue Button und Jitsi auch noch Hausaufgaben, weil es wäre schön, wenn das Infrastrukturproblem das einzige wäre. Wir haben ein riesiges Interface-Design und UX-Problem mit dieser Art von Software, weil die sind einfach nicht so ausgeführt wie das, was die Amerikaner uns hier vorlegen. Und ich glaub, aber das UX kannst du relativ leicht nachziehen. Ach ja, das relativ leicht nachziehen. Warum macht das keiner? Nein, das ist wenn du Open Source, wenn du nichts damit verdienst, und das ist ja immer das Problem bei. Das ist ja das Problem mit Ich engagiere mich ehrenamtlich, na dann mache ich es halt so, dass es funktioniert. Ja. Wenn ich da 100 Leute drauf ansetzen kann, macht es mal super geiles UX für Zoom zum Beispiel, ja. Ja, dann kann natürlich was anderes rauskommen. Manchmal glaub, kommt auch Mist raus. Die Community oder? Muss da auch noch ein bisschen an ihren Zielen feilen, sage ich. Naja, vielleicht müsste man dort auch einen Markt schaffen, ja? Nämlich auch, wo es nicht nur ehrenamtlich ist, wo es nicht nur das
Geiz ist geil und es ist umsonst und deswegen nehme ich es. Ja? Das ist ja der falsche Ansatz. Ja? Ja, aber Geld allein haben wir ja beim Kaufhaus Österreich gesehen, ist auch nicht die Lösung. Okay, nein. Ja, gut, man kann auch nachdenken, bevor man was macht. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Thema kein Geschäftsmodell. Ist es nicht eher so, dass es einfach ein nicht gewinnbringendes Geschäftsmodell, also keins ist, das man momentan verkaufen kann, aber Facebook hatte die ersten 5 Jahre kein gewinnbringendes Geschäftsmodell. Die haben sogar noch 2 Jahre draufgelegt, wo der Zuckerberg gesagt hat, bitte, ich möchte keine Werbung, ich möchte ein anderes Geschäftsmodell, bitte bringt mir ein anderes Geschäftsmodell. Keiner hat ihm ein anderes Geschäftsmodell gebracht und dann hat er die Frau Sandberg eingekauft, von Google weggekauft. Ist es nicht vielmehr auch eine Frage, wie kann man Gaia X oder auch andere unterstützen, genau in dieser Zeit, bis sie ein Geschäftsmodell entwickelt haben? Ja, das sind die öffentlichen Investitionen, die ich ja vorhin auch sehr gelobt habe. So ist es. Dazu bedarf es eben die öffentlichen Investitionen. Und wenn ich bin ja nicht nur im österreichischen Parlament, ich bin ja auch im Europarat in Straßburg. Mhm. Und wenn wir alleine anschauen, mit welcher Geschwindigkeit eine multilaterale Organisation eine Kommunikationsplattform aus eigener Kraft aufgebaut hat, die alle Stücke spielt und auch geheime Wahlen und was ich was alles zulässt, da bin ich ja voll optimistisch, dass wir hier, wenn wir zum Beispiel Gaia X als öffentliche Infrastruktur starten, dass da ganz viel nachkommt. Das ist... Mhm. Ich meine, ich bin nur, weil wir auch 2 Gäste aus Deutschland haben. Mhm. Ich hatte das Vergnügen, die letzten 2 Tage virtuell auch mit der Bundeskanzlerin Merkel und mit der EU-Kommissionsvorsitzenden von der Leyen zu sprechen. Und ich bin eigentlich erschüttert, dass die deutschen Gesundheitsämter digital nicht vernetzt sind. Die arbeiten derzeit mit Fax. Und tippen stundenlang Faxes in das System. Gerade eine Pandemie wie jetzt zeigt es, dass wir Daten brauchen. Und das geht nur über eine Digitalisierung. Und in Deutschland, dem großen, mächtigen Deutschland, arbeiten die zur Stunde mit Fax. Das ist einfach unfassbar. Mhm. Da sind wir in Österreich wirklich weiter. Darf ich das ein bisschen verwandeln und quasi eine Abschlussfrage draus machen? Und zwar eine, die ein bisschen versucht, auf einer positiven Note zu enden. Und zwar eine Frage, die ich jetzt in letzter Zeit ganz vielen Leuten gestellt habe und spannende Antworten bekommen habe. Es gab so eine Karikatur, die ist durchs Netz gegangen. Karikatur eigentlich war es so eine Mini-Frage. So, wer hat in eurer Organisation für Digitalisierung gesorgt? Und dann war der CEO, der CTO oder Covid-19, ja. Und wir haben tatsächlich das gespürt, alle miteinander, was da seit März, April abgegangen ist. Also wie sehr wir plötzlich, nämlich nicht Digitalisierung als abstrakten Begriff, den man irgendwo in irgendwelchen Policies dann verwandelt, sondern auch wirklich selber die Dinge tun. Und das war zum Beispiel jetzt lange Zeit bei Entscheidungsträgern ein Riesenproblem. Mit Mitarbeitern konnte man geschwind Videokonferenzen, aber den Chef oder die Chefin hat man nicht dazu gebracht. Gibt es etwas, so Abschlussrunde jetzt, Sie können auch noch was anderes sagen, aber mir wäre es persönlich ein Anliegen, gibt es etwas, wo Sie sagen, das haben wir jetzt selber erlebt im letzten halben Jahr, ganz konkret, das wäre etwas, ein Drive, eine Beobachtung, eine Kreativleistung, etwas nicht so ernst nehmen, um diesen europäischen Nachteil, sage ich jetzt einmal, gegenüber dem amerikanischen hemdsärmeligen und sehr unternehmerischen ein bisschen aufzuholen. Also gibt es irgendwas, was man sagt, das muss auch nach der Pandemie in Europa als Geist überbleiben, was uns jetzt in den letzten 6 Monaten so in Richtung einer Arbeitsdigitalisierung gebracht hat. Ist das verständlich, was ich hinauf will? Ja. Bitte, wer mag anfangen? Also, ich würde schon sagen, dass gerade das Thema Gesundheitsdaten einen sehr großen Schub bekommen hat. Man ist jetzt durchaus dabei zu sehen oder auch zu versuchen, wirklich einen Gesundheitsdatenraum im europäischen Bereich irgendwie jetzt weiterzuentwickeln. Mhm. Und das finde ich an sich wirklich sehr positiv. Auch, ich sage jetzt mal, einzelne Krankenhäuser, die sich jetzt darüber mehr Gedanken machen,
Da ist, glaube ich, was in Bewegung gekommen, wo ich sagen würde, wenn wir konzentriert dabei bleiben und eben auch mit der Einstellung rangehen, wir wollen ermöglichen, dann finden wir auch die richtigen Lösungen und werden das auch gut machen können. Mhm. Super, ja, danke. Das haben wir schon aufgeschrieben. Das ist eine konkrete Idee. Danke. Wer mag? Entschuldigung. Naja, vielleicht ein anderes Thema. Wir haben im Europarat im letzten ganzen Jahr ganz intensiv fürs Know-how uns im Bereich Artificial Intelligence erworben. Mhm. Und ich bin selbst einer der Berichterstatter dazu, habe auch einen Bericht abgegeben, der sogar in Europa einstimmig abgenommen wurde, zu Artificial Intelligence and the Labor Market, Friend or Foe. Mhm. Wir haben weiters zu Medizin einen gemacht, wir haben zu Algorithmen einen gemacht und so weiter. Also aus den verschiedensten Bereichen sind wir hier rangegangen und was jetzt entsteht, dass der Europarat überlegt, eine Konvention zu Artificial Intelligence zu machen, wo natürlich die Bereiche Robot und Digitalisierung mit hineinschwirren. Das geht dann so, wenn so eine Konvention erarbeitet ist, liegt sie zur Unterschrift für die Staaten auf und später zur Ratifizierung in das eigene Rechtssystem. Das wird das ganze Jahr 2021 begleiten. Das ist schon mal interessant, Herr Voss, da sind natürlich auch die Taten drinnen und der Datenschutz. Gleichzeitig haben wir auch einen Bericht angenommen über die Partizipation der Bürger und Bürgerinnen in Technikfragen und Technikweiterentwicklung. Der ist nicht ganz einstimmig gewesen, der stammt übrigens auch von mir. Weil wir sehen, dass überall solche Ethikbeiräte und Partizipationsmöglichkeiten entstehen und und nur wenn die Technik und auch der Techniksprung von der Bevölkerung angenommen wird, er auch genützt und getragen wird. Also das sind zwei Dinge, die derzeit im Laufen sind. Das ist positiv. Was weniger positiv ist, jetzt sage ich das einmal als Politiker, ich kann keine Gefängnisse besuchen, um Menschen herauszuholen. Ja. Ich bin zum Beispiel zuständig für die Gefängnisse in Aserbaidschan. Mhm. Und während der Covid-Krise haben sie mir wieder Leute in das Gefängnis gesteckt, die ich gerade vorher herausgeholt habe, für politische Häftlinge. Und was nicht geht, ist auf Dauer die europäische Kommunikation nur im Remote-Prozess, weil erstens kann man selten Absprachen treffen, zweitens sind nicht alle Digital Natives so. Wenn ich zum Beispiel in Konferenzen versuche, mit Russen über den Private-Kanal etwas vorab zu klären, ja, die verstehen das nicht, wie das geht. Ich kriege da keine Antwort zurück. Ja. Also das sind so Dinge, wo man sagen muss, da brauchen wir schon noch die realen Konferenzen. Ich muss auch zum Beispiel in einem Komitee, das ich leite, und ich hatte als der Chef des Komitees für Konflikte zwischen Mitgliedsländern leider den ganzen Kaukasuskrieg. Ich habe zusammengerechnet 32 Stunden, so wie jetzt gesprochen mit den Kriegsparteien, um Lösungen zu finden und habe es dann aufgegeben und habe die Russen gebeten, da irgendwas zu tun, weil die können sich bewegen, wir können uns nicht bewegen. Manche Dinge gehen nicht, ja, aber viele Dinge gehen und viele schnelle Entscheidungen gehen und ich glaube, da haben wir alle viel gelernt und ich bin auch dafür, dass wir unsere Hoffnung und unsere Anstrengungen auf Gaia X konzentrieren. Das hat in Europa eine Chance. Frau Giese. Ja, ich glaube, ich kann mich kurz fassen. Die Herren haben jetzt schon fast alles gesagt. Auf der positiven Seite, ja, Digitalisierung ist einfach so eine Selbstverständlichkeit geworden. Ne? Ich glaube, niemand würde mehr von dem digitalen Neuland sprechen. Oder wir haben das ja erst seit kurzem, wie vor einigen Jahren noch unsere Kanzlerin. Es ist einfach was zum Leben dazugehört und was eine Selbstverständlichkeit geworden ist.
Was ich auch sehr positiv erlebt habe, dass dadurch sehr viel internationale Zusammenarbeit möglich gewesen ist. Ne? Dass es einfach plötzlich selbstverständlich ist, ganz hochrangige Speaker aus den USA anzufragen und die kommen einfach, ne? Ohne große Probleme. So Menschen, an die man vorher gar nie drangekommen wäre. Oder ich hab eine relativ große Bewegung zum Konjunkturpaket und dem Thema, ist es denn auch geschlechtergerecht angefangen, und die ist in Italien ganz groß gestartet, alles digital. Ne? Also ich habe ein riesiges Netzwerk in verschiedenen Bereichen europäisch aufgebaut von Menschen, mit denen ich das Gefühl habe, wir arbeiten so eng zusammen seit Monaten, und ich habe die zu großen Teilen noch nie gesehen und einige davon einmal. Ne? Und trotzdem hat man so eine Vertrautheit und so eine Selbstverständlichkeit des Zusammenarbeitens. Das finde ich schon toll, wenn wir uns das bewahren würden. Also das ist wirklich schön. Auf der anderen Seite, was ja Schenach gerade auch sagte, man erreicht natürlich bestimmte Gruppen von Menschen nicht mehr. Ne? Also das funktioniert alles toll mit Leuten, die dann 3, 4 digitale Geräte zu Hause haben, die Bildung haben, diese Geräte zu bedienen, die gutes Netz haben zu Hause. Ne? Meistens hat man das dann ja auch gleichzeitig zu mehreren in der Familie. Man braucht anständiges Internet. Und es gibt natürlich große Teile der Bevölkerung, die nicht dieser Gruppe angehören und die halt gerade gar nicht mehr gesehen werden. Ne? Das ist der große Nachteil. Und da müssen wir, glaube ich, auch sehr drauf schauen, wenn wir uns weiter hier in diesem digitalen Raum bewegen, was natürlich sehr schön ist, dass wir die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, sondern ganz stark wieder mitnehmen. Digitale Bildung, Zugang zum Internet und zu den Geräten auch einfach als Grundrecht und so weiter, dass wir sowas mitnehmen. Und nochmal auf der positiven Seite ist, glaube ich, wissen wir alle wieder zu schätzen, wie schön es ist, sich persönlich begegnen zu können und einfach jemanden in den Arm zu nehmen, die Hand zu geben, den persönlichen Kontakt zu haben. Ich glaube, also ich habe jetzt ganz vielen Leuten in den letzten 2 Tagen gesprochen, die alle gesagt haben, es ist der 2. Dezember und ich fühle mich sonst wie am 23. Ich bin einfach so durch. Ich will einfach nur mal mit Menschen wieder zusammen sein. Ne? Ich glaube, das wissen wir jetzt alle wieder sehr zu schätzen, dass wir doch unter politischen Gegnern oder so, trotzdem freut man sich dann, sich zu sehen, zusammen in einem Raum zu sein, zusammen essen zu gehen, was auch immer. Dieses Menschliche wieder in den Vordergrund zu stellen, ne, bei allen Vorteilen, die uns die Digitalisierung bietet, aber das, was uns so einzigartig macht, ist eben auch genau das, und dass wir das auch mit im Blick behalten in der Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, Punkt. Wir haben eine Punktlandung 21 Uhr geschafft. Das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich habe mir auch ganz viel mitgeschrieben und habe auch ganz viele neue jetzt im Sinne von neue Ideen, wo ich wo was nachrecherchieren kann und wo ich mich mit welchen Themen auf der politischen Ebene wieder mehr beschäftigen kann, was das Thema betrifft. Ich möchte mich dann auch recht herzlich natürlich auch bei der Digital Society bedanken. Bin die Moderatorin, die das Ganze initiiert und durchgeführt hat. Möchte jemand von der Digital Society noch ein gute Nachtwort sprechen? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich möchte noch ganz gerne darauf hinweisen, es gibt im Dezember noch einen Business Circle zum Thema Unternehmenskultur, vielleicht interessant für Unternehmerinnen und Unternehmer. Im Jänner fangen wir wieder an mit dem Leadership Circle und am 20.01. beginnen wir wieder so einen neuen Dreierzyklus. Diesmal geht es um New York, New York, New York, also New Work, New Work, New Work. Also was verändert sich denn durch die digitale Transformation im Arbeitsumfeld? Im ersten Teil werden wir uns wieder um die Technologie kümmern, zweiten um die Gesellschaft und um den dritten freuen wir uns dann wiederum sehr, das mit der Politik und mit den Vertretungen zu diskutieren. Wenn ich es jetzt schaffe oder auch nicht schaffe, weiß ich nicht. Ja, für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben noch laufend den Quick-Check für 2020. Bitte rasch teilnehmen, damit die Vergleiche, wie hat sich 2019 auf 2020 gemacht werden können. Wir machen da immer im 31.12. den Cut und dann versuchen wir darzustellen, wie sich denn die Unternehmen weiterentwickelt haben. Natürlich kann man bei uns Mitglied werden, aber das finden Sie alles auf unserer Homepage. Das möchte ich mir jetzt nicht lange aufhalten. Wenn Sie uns Ihre Meinung sagen wollen, bitte tun Sie das. Das geht online. Man kann diesen QR-Code scannen, man kann die URL eintippen. Wir können es dann auch gerne im Chat noch die Kurz-URL eingeben. ckdeinecom.com/live-ds und dann kann man das Feedback geben und auch Anregungen, was Sie sich von uns wünschen würden.
Und ich gehe jetzt dann noch auf das Letzte und das passt gut zur Frau Giese, die gesagt hat, es geht um den Menschen. Ja, das geht uns allen sehr ab und das dürfen wir nie vergessen. Wir lieben Technologie, wir finden sie super und toll und was man nicht alles tun kann, aber ohne den Menschen ist die ganze Technologie wertlos, bringt nichts in der Wertschöpfung und bringt uns als Europa auch nicht weiter. In dem Sinne möchte ich allen, die teilgenommen haben, herzlichen Dank. Danke an das Podium, danke liebe Lena für die Moderation. Es war mir Vergnügen, ich darf Ihnen allen, sollten wir es vorher nicht mehr hören, digital, analog, wie auch immer, ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ich hoffe, wir kriegen diese Zauberimpfung jetzt wirklich alle mit Anfang Jänner, dass wir wieder knuddeln dürfen. Wird so schnell nicht gehen, aber schauen wir mal, ob das Licht am Ende des Tunnels ist, hoffentlich nicht der Zug, der uns entgegenkommt. In dem Sinne hoffe ich alles Gute für uns alle und wünsche einen schönen Abend. Vielen Dank für die Teilnahme. Schöne Weihnachten. Darf ich noch ganz kurz es mir nicht nehmen lassen zu sagen, wir verabschieden uns jetzt aus der Microsoft Cloud und diese Veranstaltung wird dann zum Anschauen sein in der Google Cloud, nämlich auf YouTube. Und dann halten wir uns alle fest die Daumen, dass wir in einiger Zeit dann vielleicht auch in einer europäischen Cloud die Veranstaltung veranstalten und anschließend auch das Video hosten.